Gut, dann starte ich mal. Erstmal alle zusammen einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserem Fachgespräch begrüßen. Männlichkeiten in Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, Auswirkungen auf die soziale Arbeit. Wie Sie vermutlich wissen oder auch wahrnehmen, erstarken weltweit nationalvölkische neue rechte Politiken. Und die AkteurInnen, die es da gibt, bedienen sich ganz verschiedener, zum Teil rassifizierender Zuschreibungen ethnischer, kultureller, nationaler, geschlechtlicher oder religiöser Gruppenidentitäten und forcieren eine Politik der Ausgrenzung und Abwertung der als in Anführungsstrichen andere markierten Gruppen. Und mit den Wahlerfolgen der AfD ist dieser Trend auch in Deutschland sichtbar geworden. Das wissen Sie sicherlich alle und erleben es und stößt vor allem in gesellschaftlichen Debatten über geschlechtliche Vielfalt, Geschlecht und Männlichkeit auf besondere Akzeptanz. Die Forderung nach wahrer Männlichkeit oder echte Männlichkeit und diese wiederherzustellen, die wird laut erhoben, zum Beispiel von Björn Höcke von der AfD. Die Auswirkungen von so einer Weltsicht sind zum Beispiel an der steigenden Zahl von rassistischen und auch gewalttätigen Übergriffen auf alles, was nicht als zugehörig gedeutet wird, abzulesen. Und gemeinsam ist diesen Übergriffen, dass einerseits überwiegend Männer als Täter agieren und es sich andererseits bei den Angegriffenen um rassifizierte, migrantische und oder auch marginalisierte Menschengruppen handelt, unter anderem Schwarze, POC, LGBTIQ-Personen, aber auch Frauen und Männer, die nicht dem traditionellen Bild von Weiblichkeit und Männlichkeit entsprechen. Wir haben uns gefragt, woran es liegt, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus insbesondere auf Personen, die sich als Männer definieren, so anziehend wirkt. Bisherige Erklärungsmuster und Deutungsangebote, die variieren da erheblich und je nach eigener Positionierung, Weltsicht, Kontext werden Erklärungen unter anderem wie latente faschistische Kontinuität, White Supremacy, autoritätshörige Männlichkeit, Globalisierungsverlierer, Versagen der Linken, Abwehr gesellschaftlicher Individualisierungs- und Liberalisierungsprozesse, soziokulturelle Marginalisierung, Modernisierungsabwehr oder auch Folgen globaler Transformationsprozesse genannt. Wir wollen uns mit den Erklärungsansätzen näher auseinandersetzen und die verschiedenen Dimensionen sozialer Ungleichheit, die eine Rolle spielen, analysieren und auch möglichst intersektional auf das Phänomen schauen. Wir haben dazu die Fachgesprächsreihe mit dem Titel Wahre Männlichkeit, Fragezeichen Männlichkeiten und Männlichkeitsbilder in der neuen Rechten konzipiert, die Raum für verschiedene, zum Beispiel psychologische, pädagogische, soziologische, politische oder ökonomische Perspektiven geben wird. Das heutige Fachgespräch bildet für diese Fachgesprächsreihe den Auftakt. Jetzt habe ich immer von Wir gesprochen. Wer ist denn dieses Wir? Ich bin Henning von Bargen und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und die Fachgesprächsreihe ist eine Kooperation mit dem Netzwerk Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. In der Vorbereitungsgruppe für diese Fachgesprächsreihe haben mitgearbeitet Andreas Goßes, Volker Handke, Michael Tunsch und Klaus Schwärmer. Was Sie heute erwartet, ist natürlich auch eine Frage. Nach meinen jetzt einführenden Worten wird Andreas Goßes, der Sprecher des Netzwerkforum Männer, ebenfalls kurz begrüßen. Danach wird Professor Fabian Lamp seinen Vortrag halten. Er hat eine Professur an der Fachhochschule Kiel inne. Seine Schwerpunkte liegen unter anderem bei Theorien der sozialen Arbeit, Gender Studies sowie Geschlechter- und diversitätsbewusste soziale Arbeit. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie alle, die hier zuhören und zuschauen, Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen, zu kommentieren und zu diskutieren. Diesen Teil wird Michael Tunsch, er ist ebenfalls Hochschullehrer für soziale Arbeit, aber in Hamburg,
mit mir zusammen moderieren. Wenn Sie, und das ist jetzt noch ein technischer Hinweis, wenn Sie einen Wortbeitrag haben nachher in der Diskussion, dann melden Sie sich bitte mit der blauen Hand der sogenannten. Diejenigen, die mit Zoom schon Erfahrungen haben, wissen, wo Sie sie finden. Für die anderen sage ich es jetzt gerne nochmal. Die blaue Hand finden Sie, wenn Sie in der Menüleiste unten auf den Button TeilnehmerInnen, sag ich mal, steht da zwar nicht, aber Teilnehmer klicken und im sich dann öffnenden Fenster ganz unten links, also vielleicht nach unten scrollen, die blaue Hand anklicken. Sie können auch den Chat nutzen, um Ihre Fragen zu stellen. Dazu klicken Sie dazu im Menü den Chat-Button an und in dem Chatfenster können Sie unten Ihre Nachricht eintippen und wählen Sie zuerst verbinden oder versenden an alle aus. Dann können auch alle sehen, welche Fragen Sie gestellt haben und wir versuchen in der Moderation dann entlang der von Ihnen gestellten Fragen und der Meldungen die Diskussion zu strukturieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn nicht alle Meldungen und alle Fragen zum Zuge kommen. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie diskussionsfreudig Sie sind. Wir sind eine sehr große Runde und haben auch nur begrenzte Zeit. Und von daher bitte ich Sie jetzt schon, Ihre Fragen auch sehr fokussiert zu stellen und auch keine Co-Referate zu halten. Ganz wichtig, dieses Fachgespräch wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt und mit Ihrer Anmeldung und auch Teilnahme erklären Sie sich bereit, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Soweit meine Vorrede. Ich übergebe jetzt an Andreas Goses vom Netzwerkforum Männer, der auch noch kurz begrüßen wird, wie gerade gesagt. Ja, dann mache ich weiter. Andreas Goses ist mein Name. Herzlich willkommen. Ich freue mich ja darüber, dass wir so eine große Runde sind. Er sagt mir jetzt, die Internetverbindung ist instabil. Ich hoffe, ich werde trotzdem gehört. Also, ich wollte ein paar Sätze sagen zum Forum Männer und zu dieser Reihe, die ja jetzt auch aufgrund der Corona-Situation wirklich auch nochmal ein Pilotprojekt ist, so unseres bundesweiten Netzwerkes Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. Uns gibt es seit über 20 Jahren und wir versuchen Beiträge zu leisten zur geschlechterpolitischen Diskussion, auch zu Männerperspektiven, zur Diskussion und Debatte um Männlichkeiten. Und gerade da nochmal zu gucken, wie können wir auch da die Diskussion voranbringen, aber gerade auch auf so für uns sinnvolle und praktisch nutzbare Varianten. Also wir sind nämlich ein Zusammenschluss von aktiven Personen, die in ja, Männer- und Geschlechterarbeit verankert sind, in der Forschung von Männer- und Geschlechterforschung, in der Jungen- und Männerarbeit. Und also ich kann sagen, ich persönlich bin zum Beispiel psychologischer Psychotherapeut und ich habe ganz konkret in meiner Praxis auch mit vielen Tendenzen zu tun, wo ich gerade das Forum auch nutzen möchte und nutzen kann, dort Anregungen zu kriegen, wie können wir mit auch diesen neuen Anforderungen umgehen. Und ich bin total gespannt auf diese Veranstaltungsreihe und auch auf die Debatten und Diskussionen, die wir nachher führen können. Insofern herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich freue mich sehr auch auf den Vortrag jetzt von Fabian Lamp und möchte gleich an Fabian Lamp jetzt weitergeben. Vielen Dank. Ja, danke schön. Auch von mir herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die E-Mail bekommen habe, ob ich Interesse daran habe, hier teilzunehmen und einen Beitrag zu leisten. Das mache ich sehr gerne. Und ich habe dazu was vorbereitet, was ich gerne mit euch und Ihnen teilen möchte. Einen Moment, hier sind schon die Folien und ich muss Ihnen noch sagen, dass er das bitte von Beginn an machen möchte. So, das ist das Thema für heute. Männlichkeit, Männlichkeiten in Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Ich habe eine halbe Stunde Zeit bekommen für meinen einführenden Vortrag. Das ist natürlich eine Herausforderung. Ich versuche, das so gut wie möglich einzuhalten. Ansonsten wird mir ein Zeichen gegeben. Ich habe ein paar mehr Folien vorbereitet und durch ein paar Folien werde ich, also bestimmte Folien werde ich einfach auslassen. Ich werde jetzt nicht meine Sprechgeschwindigkeit erhöhen, damit ich auch alles hier reinbekomme, sondern ich werde dann ein paar Folien weiterklicken. Die können dann gegebenenfalls hinterher in der Dokumentation ja trotzdem drin bleiben.
Ich habe Folgendes vorbereitet. Ich möchte mich annähern mit der Frage, wer wählt eigentlich die AfD? Wohl wissend, dass natürlich die AfD nicht da das einzige Phänomen ist, was man jetzt in den Mittelpunkt stellen kann. Aber es ist ja so ein Symptom, an dem man mal ablesen kann, dass Rechtspopulismus und Rechtsextremismus auf dem Vormarsch sind. Und genau deswegen würde ich ganz gerne dazu ganz kurz was sagen. Mein Hauptteil besteht dann wiederum aus zwei Unterteilen im Grunde genommen. Einmal gehe ich kurz auf die Begriffe Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ein. Das werde ich aber auch nicht ganz ausführlich machen, weil ich mich eigentlich mit Männlichkeit auseinandersetzen will. Und das sind dann die nächsten beiden Punkte hier. Also welche Identitätsangebote gibt es eigentlich so für Männer in unserer Gesellschaft? Und wie bewältigen Männer so die Anforderungen, die ihnen dann gestellt werden? Und der Schluss besteht dann aus einem Gesprächsangebot eigentlich. Also das wäre ja auch noch ein eigenes Thema, was eigentlich soziale Arbeit mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus zu tun hat. Aber das würde ich ganz gerne nachher in diese Runde geben und dann gemeinsam mit euch und Ihnen diskutieren. Also wenn man sich anguckt, wer eigentlich die AfD wählt, dann kann man sich natürlich immer mal die empirischen Untersuchungen zu den letzten Wahlen angucken. Ich habe da ein paar Sachen zusammengestellt. Das hier hat erstmal noch nichts mit Geschlecht zu tun, sondern mit den Altersgruppen. Da geht es um die Landtagswahl in Thüringen. Und da kann man sehen, dass die AfD hier bei den Menschen unter 25 Jahren relativ hohen Anteil hatte. Also da ist so dieses Differenzmodell der jungen Menschen oder dieser Differenzaspekt der jungen Menschen ist da anscheinend in irgendeiner Form besonders wichtig. Man kann dann weiter gucken, natürlich auch nach den Milieus. Wer wählt eigentlich die AfD, wenn man in die Milieus reinguckt? Das sind hier diese Sinusmilieus, diese Kartoffelgrafiken hier von der Bertelsmann Stiftung dargestellt. Und da wird jetzt gesagt, dass 65% der AfD-Wähler so links unterhalb dieser Trennlinie sind. Das würde bedeuten, man könnte die These aufstellen, also es sind einerseits traditionelle Milieus, die die AfD wählen, und dann sind das möglicherweise, wenn man hier nach rechts unten dann geht, dann sind das die Milieus, die dann eher der Unterschicht oder hier der Mittelschicht zuzuordnen sind. Wohingegen, wenn man hier nach rechts oben guckt, also auf die Milieus, die eher der Neuorientierung anhängen und die Milieus, die dann eher in der mittleren Mittelschicht oder auch in der Oberschicht nachher verortet sind, dann sind das bei allen anderen Parteien dort Mehrheiten. Also das fällt schon auf. Allerdings sollte man daraus nicht die These ableiten, dass jetzt nur die Benachteiligten die AfD wählen. Ich erinnere mich an ein Interview, was ich nochmal rausgesucht habe, auch nach der Thüringenwahl, dass es den AfD-Wählern grundsätzlich wirtschaftlich nicht schlecht geht. Ne? Also der Alexander Jendel, der hat damals gesagt, das ist nicht so, dass nur die ökonomisch Abgehängten die AfD wählen, sondern der hat einfach gesagt, der Grund, warum Leute diese Rechtspopulisten wählen, ist einfach Rassismus. Also da braucht man gar nicht irgendwie einen Umweg gehen über bestimmte Merkmale der Benachteiligung, sondern das sind einfach rassistische Weltbilder, die da auch eine Rolle spielen. Kommen wir allmählich mal zur Geschlechterperspektive. Ich habe da ein Zitat gefunden, was schon 10 Jahre alt ist, von dem Kurt Möller, der sagte, der Befund ist eindeutig und seit vielen Jahren bekannt, dass nämlich Rechtsextremismus vornehmlich von Männern und männlichen Jugendlichen getragen wird. Und zu ergänzen wäre, glaube ich, damit liegt man nicht falsch, dass es auch bei den Rechtspopulisten so ist, dass das vornehmlich von Männern getragen wird. Natürlich kann man auch immer noch eine wichtige Perspektive darauf legen, welche Rolle die Frauen spielen im Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Aber wenn man sich das hier mal anguckt, wie die Parteipräferenzen 2016 waren, dann ist es relativ eindeutig, dass da bei der AfD 69% der potenziellen Wähler einfach Männer waren. Das ist bei anderen Parteien anders. Ne? Also bei der SPD beispielsweise ist das fast pari pari. Bei der CDU ist es fast pari pari von Männern und Frauen. Bei den Grünen dominieren die Frauen. Bei der FDP dominieren so ein bisschen die Männer. Aber am eindeutigsten ist es im Grunde genommen bei der AfD. Da haben wir 69% Männer und 31% Frauen. Und das kommt auch hier raus bei der Analyse der Bundestagswahl. Da ist es nochmal die 69% der Männer und die 31% der Frauen. Genau die gleichen Zahlen, aber eine andere Wahl. Also das scheint
relativ stabil zu sein, dass da, dass man die Aussage so treffen kann. Hier dann nochmal das Gleiche. Die Männer haben zu 28% Entschuldigung, die AfD gewählt, also waren die zweitstärkste Kraft, wenn man sich das Wahlverhalten der Männer anguckt bei der Landtagswahl in Thüringen. Also es gibt genug Hinweise darauf, dass die Männer es sind, die diese AfD wählen. Und deswegen habe ich mich mal auf die Suche gemacht, was da Begründungsmuster sein könnten. Und weil ich, wie ich ja bereits vorgestellt wurde, mich im Rahmen meiner Professur mit Gender-Thematiken und der sozialen Arbeit befasse, liegt natürlich nahe, dass ich mal geschaut habe, was ist denn eigentlich mit einer Gender-Perspektive in diesem Bereich. Bevor ich dazu komme, nur ganz kurz etwas zu diesen beiden Begrifflichkeiten, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Allerdings hier jetzt an dieser Stelle, ohne dass ich das bis in die Tiefe aufdröseln möchte. Wichtig ist mir dabei, dass der Rechtspopulismus, der aufgekommen ist, aus meiner Sicht besonders die Gefahr darstellt, dass er sozusagen eine Brücke ist zu dem Rechtsextremismus, der ja auch nicht gerade neu ist. Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo ich so davon ausgegangen war, es ist, Menschen trauen sich gar nicht so umfangreich, sich als rechtsextrem zu bezeichnen. Vielleicht war das damals schon eine falsche Einstellung oder eine falsche Wahrnehmung von mir, aber ich habe den Eindruck, seitdem der Rechtspopulismus sich da den Weg in die Gesellschaft gebahnt hat, verschieben sich die Diskurse. Und ne, dieser Aussage, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, der gilt dann auch für bestimmte Positionen, die ich noch vor einer gewissen Zeit in den Bereich des Unsagbaren geschoben hätte. Also der Rechtsextremismus ist also das hier mal nach dem Verfassungsschutz definiert, ganz klar eine Bestrebung, die sich gegen die im Grundgesetz konkretisierte Gleichheit der Menschen richtet. Also ist ganz klar eine Perspektive, die eben eindeutig sagt, es gibt dort Leute, die sollen nicht dazugehören, die gehören nicht zur Nation oder zu einem Volk oder zu unserer Ethnie. Also diese Überbetonung sowieso dieser Begrifflichkeiten, die spielt da eine Rolle. Es steht dahinter ein ganz klar autoritäres Staatsverständnis oder sogar in Anlehnung an den Nationalsozialismus dieses Führerprinzip. Und es ist natürlich ganz klar, dass es da eine antipluralistische Einstellung gibt in diesem Bereich, und zwar zugunsten irgendeines volksgemeinschaftlichen Konstrukts. Also soweit zum Rechtsextremismus. Zu Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, auch diese beiden Veröffentlichungen habe ich nur noch mal mit reingenommen, weil dieses Buch hier von Decker und Brehler ist ja zum Beispiel unter böll.de erhältlich. Ich dachte, das passt hier in diesem Kontext ganz gut, darauf noch mal hinzuweisen, dass man sich da das Gesamtwerk runterladen kann und sich das da angucken kann. Und der Rechtspopulismus dann eine bestimmte Politikvorstellung, laut der einem moralisch reinen homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstehen, wobei diese Art von Eliten eigentlich gar nicht wirklich zum Volk gehören. Ist hier definiert nach Müller, also diese Vorstellung, dass es da eine Elite gäbe, die die Geschäfte hier leiten, auf eigene Rechnung sozusagen, also zum eigenen Vorteil, das ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Rechtspopulismus. Und nur ganz kurz der Hinweis, es gibt auch die Möglichkeit eines linken Populismus, das hat Chantal Mouffe stark gemacht 2018, aber wir sind hier jetzt eben beim Rechtspopulismus. Also es gibt diese Elite, die sich gegen das Volk stellt in dieser Sichtweise. Und diese Elite gilt hier als Verräter des eigentlichen Volkswillens, was das auch immer dann sei. Aber man sieht dabei, also hier wird so dieser Gegensatz aufgemacht, ne? Also wir hier unten gegen die dort oben. Und es gibt hier auch diese Differenzierung, das betrifft dann nur den Rechtspopulismus, nicht den Linkspopulismus unbedingt. Jedenfalls, nee, nicht
würde ich nicht sagen, dass es eben ein einheimisches Volk versus die Nichtzugehörigen gibt. Also es werden dort relativ klar auch diese Differenzen aufgemacht, so ähnlich wie auch im Rechtsextremismus, aber eben nicht so ganz stark unbedingt verbunden mit diesem Führerprinzip. Es wird nicht so offen davon gesprochen, dass das möglicherweise auch eine antidemokratische Tendenz sein könnte, sondern im Gegenteil, und das ist, glaube ich, ein so ein Punkt, warum der Rechtspopulismus da so gefährlich ist. Es wird ja gerade darauf gepocht, dass man die demokratischen Grundprinzipien wieder stark machen will, angeblich. Ne? Also es wird dann ja immer auf das Grundgesetz verwiesen und auf die freie Meinungsäußerung und so weiter. Also der Rechtspopulismus, der kommt so her in so einem Gewand, dass die halt sagen, also wir sind eigentlich die wahren Demokraten. Und damit bilden die aus meiner Sicht so eine relativ gefährliche Brücke oder so ein relativ gefährliches Scharnier zu den Rechtsextremisten. Was man dann ja auch immer wieder daran sieht, dass in den bei den Demonstrationen relativ klar ist, dass das überhaupt nicht mehr auseinanderzuhalten ist. Ne? Also dann gibt es da irgendwelche, Bewegungen, die sich da auf die Straße begeben, sei das jetzt Pegida oder sei das jetzt die Querdenken-Geschichte, wo relativ klar ist, dass es eine völlige Durchmischung gibt, auch mit beinhart rechtsextremen Menschen. Also da kann man nicht davon ausgehen, dass es dort irgendwelche harmlosen Querdenker ausschließlich gäbe, die dort nur irgendwie auf den auf das Grundgesetz verweisen wollen. Ich könnte jetzt relativ viel sagen zu einem Artikel, den ich ganz gelungen finde von Alex Demirovich. Der ist aber auch online verfügbar und ich will diese ganzen Aspekte hier gar nicht so stark machen. Der hat untersucht, wie es eigentlich, wie es den Rechtspopulisten derzeit gelingt, so viel Zustimmung zu erhalten. Und wie gesagt, ich will darauf nicht so tiefgehend eingehen, aber auch dort ist es so, dass die ein ganz großer Anteil des Erfolgs der Rechtspopulisten darauf basiert, aus meiner Sicht, dass dort diese Antagonismen aufgemacht werden. Ne? Also wir und die anderen, die Elite und das Volk. Dann die Themen wie Rassismus, Entsolidarisierung, Sicherheit und Ordnung, sexuelle Liberalisierung, die werden zu, also mit Muff und Laclau gesprochen, so zu Äquivalenzketten zusammengefügt, die dann dazu führen, dass es so eine Empörung gibt. So eine Empörung, wo man dann sagen kann, jawohl, endlich sagt's mal einer, das ist doch fast der Untergang unserer abendländischen Kultur hier. Also da gibt es, das ist ein schöner Aufsatz, wie ich finde, da kann man mal genauer nachgucken. Und was insgesamt festzustellen ist, aus meiner Sicht, ist, dass dieser Rechtsextremismus und auch der Rechtspopulismus bei Männern möglicherweise auch deswegen so erfolgreich ist, weil der eben jetzt ganz verschiedene Identitätsangebote für Männer bereithält. Also nicht nur für Männer, aber auch für Männer. Also wenn man sich mal die folgenden Beispiele anguckt, dann haben wir hier das erste Beispiel. Das ist der ganz glasklare Bezug zur NS-Tradition, den ich hier versucht habe abzubilden. Das ist für bestimmte Männer möglicherweise attraktiv, also so eine wehrhafte soldatische Männlichkeit, da wird ja auch immer Höcke zitiert, das hat er 2015 mal gesagt, dass wir da zu so einer wehrhaften Männlichkeit zurückkehren müssen, damit die sich dann da durchsetzen könne. Eine Kampfbereitschaft, eine Heldenhaftigkeit, das mag aber sogar für andere Männer wieder abstoßend wirken. Ne? Also das finden gar nicht unbedingt alle Männer attraktiv, aber der Rechtsextremismus und der Rechtspopulismus hält eben auch noch andere Angebote parat, zum Beispiel diese hier, ne? Also diese klassischen Vertreter einer hegemonialen Männlichkeit, sehr mächtig, sehr frauenfeindlich und sehr rassistisch. Ne? Also das sind wenn man sich nicht mit solchen Leuten wie Höcke gemein machen will, hätte man immer noch als Mann die Möglichkeit, diese Leute hier aber toll zu finden. Ne? Und ich habe jetzt gerade neulich im Kontext der US-Wahl dann immer wieder auch gehört, ja, aber der Trump, naja, klar, ist ein bisschen zwiespältig, aber er hätte ja auch so viel für die Wirtschaft getan. Ne? Und das andere wird dann einfach so mit eingekauft.
Wer sich dort nicht nieder oder wer sich dort nicht anschließen möchte, der kann einfach so als protestierender Mann auf die Straße gehen und kann sich bei Pegida einreihen oder bei der Querdenken-Debatte. Und für wen auch das nichts ist, für wen es noch ein bisschen bürgerlicher sein darf, der kann hier bei der Demo für alle zum Beispiel mitlaufen, kann sich bürgerlich fühlen, kann auch sich unter diesen Schirm, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, versammeln und dabei gleichzeitig auf eine natürliche Geschlechtlichkeit hinweisen und auf die traditionellen Familienformen als die einzig selig machende Lebensform. Also Rechtsextremismus und Rechtspopulismus bilden sozusagen bieten relativ breite Identitätsangebote für ganz unterschiedliche Männlichkeiten, würde ich denken. Und das ist jetzt dann nämlich die nächste Frage. Wie kommt das eigentlich, dass gerade Männer sich davon offensichtlich angezogen fühlen? Das wird jetzt sozusagen dann jetzt, ab jetzt wird es etwas langsamer, ab jetzt wird es etwas genauer. Also was ist überhaupt Männlichkeit, könnte man dann nochmal ganz grundsätzlich fragen. Und da würde ich vorschlagen, oder da habe ich hier eine Definition von Struve und Debus mit reingebracht. Männlichkeit nämlich natürlich, wie es in den Gender Studies auch so üblich ist, nicht in irgendeiner Form auf Biologie einseitig zurückzubeziehen, sondern die schlagen vor, Männlichkeit als eine kulturelle Anforderung zu bezeichnen, ein kulturelles Muster, mit dem sich all jene auseinandersetzen müssen, die als Jungen Männer anerkannt werden wollen oder die von ihrem Umfeld als Jungen gesehen werden, selbst wenn sie sich selbst nicht als solche empfinden. Also ich muss, wenn ich mich als Mann bezeichne, muss ich mich mit bestimmten Anforderungen auseinandersetzen, mit bestimmten kulturellen Mustern. Und darauf möchte ich gleich in besonderem Maße eingehen, mit welchen kulturellen Anforderungen und kulturellen Mustern sich Männer denn wohl so auseinandersetzen müssen. Und das ist, das fügen die auch noch hinzu, kein starres Gefüge. Also wir haben nicht die eine Männlichkeit, sondern wir haben Männlichkeiten im Plural. Wenn Sie nochmal daran sich zurückerinnern, welche vier verschiedenen Möglichkeiten von Anschluss an rechtsextreme oder rechtspopulistische Bewegungen ich da gerade eben gegeben habe, also sowas wie der Höcke und die Demo für alle und Trump und Breivik und so weiter, das ist ja alles, sind ja alles nicht gleiche Männer, sondern die sind schon auch unterschiedlich. Die treffen sich dann möglicherweise im Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus. Ne? Aber es ist eben kein starres Gefüge, wir reden von den Männlichkeiten im Plural und dann geht es um das Herstellen von Männlichkeit im Alltag, das sogenannte Doing-Paradigma, Doing-Gender beziehungsweise hier dann Doing-Masculinity. Und jetzt ist die Frage, welche kulturellen Muster sind es, mit denen sich Männer denn jetzt auseinandersetzen müssen? Da habe ich diese Abbildung gebaut. Aus der kritischen Männerforschung habe ich ein bisschen was zusammengesammelt, was ich für wichtig erachte, was ich finde, was man kennen sollte, wenn man sich mit Männlichkeitsbildern auseinandersetzt. Die kritische Männerforschung spricht da gerne von den ernsten Spielen des Wettbewerbs, wenn es darum geht, mal zu definieren, was männliche Identitätsbildung eigentlich bedeutet. Also das hat Bourdieu gesagt und Bourdieu hat eben damit gemeint, es geht bei den Männern ganz häufig um Tätigkeiten oder Aktivitäten, die so in Form eines Wettbewerbs daherkommen, die aber durchaus ernst sind. Und zwar ernst sind spätestens dann, wenn es darum geht, Prestige oder Macht zu erreichen. Das fängt bei kleinen Kindern an und bei kleinen Jungs insbesondere. Wer kann weiter schießen, wer kann höher klettern, wer ist der Schnellere, wer kann dies besser, wer kann das besser? Und das geht dann in die Männlichkeit dann rein in die Berufswahl und in die Frage, wer sich dann im kapitalistischen System so durchsetzt. Und ich wollte immer, das ist kein Männerforscher, aber ich wollte immer schon mal Dendemann zitieren mit Endlich Nichtschwimmer. Das fand ich eigentlich ein ganz gutes Bild, auch für die männliche Identität. Also die traditionelle Männlichkeit, die möchte nicht schwimmen. Die möchte sicheren Boden unter den Füßen haben. Und da gibt es was von Dendemann, wo er das so ein bisschen thematisiert, aber gar nicht so auf Männer bezieht, glaube ich. Also, was habe ich hier zusammengestellt? Es gibt jetzt für Männer, jetzt erstmal ohne Bezug zu Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus, gibt es so bestimmte normative Leitbilder, die sind hier in der Mitte zu sehen.
Die habe ich aus einer Studie vom Bundesministerium von 2017. Die Studie heißt Männerperspektiven auf dem Weg zu mehr Gleichstellung. Und da werden hier so diese fünf normativen Leitbilder aufgestellt, rausdestilliert. Also da gibt es so den klassischen Familienernährer. Dann gibt es so die Männer, die sich am Status quo festhalten. Es gibt die Lifestyle-Machos, also diejenigen, die sich tatsächlich über eine hergebrachte Männlichkeit definieren. Und es gibt aber auch die sich verändernden Männer oder den kompletten Mann, also die so verschiedene Perspektiven in sich vereinen. Ich habe hier noch einen weiteren Punkt so aufgemacht, das ist wahrscheinlich nicht vollständig, das ist nur der Bezug zu dieser Studie der Männerperspektiven. Was ich daran ganz interessant fand, diese beiden unteren hier, der sich verändernde Mann und der komplette Mann, das sind leider relativ wenige Männer, die sich daran überhaupt orientieren. Das sind irgendwie, glaube ich, 17%, wenn ich mich richtig erinnere. Also das sind gar nicht so viele. Der weitaus größere Teil sind diese drei hier. Das sind entweder die, die explizit den Macho raushängen lassen. Es sind die, die explizit sagen, also ich konstruiere mich als Familienernährer, relativ traditionell. Und dann gibt es einfach die, die sagen, auch damit setze ich mich gar nicht so sehr auseinander. Ich halte einfach am Status quo fest. Das kommt jetzt so relativ harmlos daher. Das sind so normative Leitbilder für Männlichkeit und so weiter. Sehr individualisiert, so als wenn Männer jetzt irgendwie die Möglichkeit hätten, sich das auszusuchen und dann eben sich so zu konstruieren, wie das hier so mal vorgeschlagen ist. Wenn man sich jetzt aber dann anguckt, was dazu eher soziologisch orientierte Theorien sagen, dann können wir hier mal nach links weiter gucken. Da geht es um die allseits bekannte höchstwahrscheinlich Theorie von Revan Cornell mit der hegemonialen Männlichkeit. Und da kommt jetzt was ins Spiel, was aus meiner Sicht die Anschlussfähigkeit von Männlichkeit und Rechtsextremismus und Rechtspopulismus besonders unterstreicht, nämlich die Frage von Über- und Unterordnung. Also Revan Cornell sagt ja in ihrer Theorie, dass es so eine hegemoniale Männlichkeit gibt. Das ist so die dominierende Form von Männlichkeit in einer Gesellschaft. Das ist veränderbar, also es verändert sich durchaus historisch, aber wenn man sich das im Augenblick so anguckt, wer verfügt dann über Macht in dieser Gesellschaft, in unseren westlichen Gesellschaften, dann wird man wahrscheinlich nicht um die alten weißen Cis-Männer umhinkommen, das mal so zu beschreiben. Das sind aber gar nicht so viele, die in dieser hegemonialen Männlichkeit tatsächlich angekommen sind und die sich da an dieser Front sozusagen durchkämpfen, sondern es gibt einen weitaus größeren Teil, die werden als die komplizenhaft oder die werden bezeichnet als das wird bezeichnet als die komplizenhafte Männlichkeit. Denen winkt sozusagen die patriarchale Dividende. Das sind die, die nicht an vorderster Front des Patriarchats kämpfen, also nicht ganz oben in den Firmen die Bosse sind, aber die da durchaus auch davon profitieren und sich jetzt auch nicht offen dagegen, gegen dieses Muster positionieren. Ne? Also die machen da mit und denen winkt dann sozusagen die patriarchale Dividende. Die bekommen auch gute Posten, die bekommen auch Vorteile dadurch, dass sie einfach in den Seilschaften mit drinnen stecken. So, dann gibt es Männer, die sind so ein bisschen an den Rand gedrängt. Und da schlägt Revan Cornell eben vor, so eine intersektionale Betrachtung zu machen. Also da könnte man jetzt mal gucken, welche Männer verdienen dann wie viel und welche Männer befinden sich möglicherweise auch in prekären Arbeitsbedingungen, fühlen sich eher als Verlierer, fühlen sich bedroht in ihrer Mittelschichtspositionierung und so weiter. Also das könnten verunsicherte Männer sein. Oder auch die protestierenden Männer, die dort sozusagen in dieser Hierarchie schon etwas sich benachteiligt fühlen oder tatsächlich benachteiligt sind. Und dann gibt es hier unten die untergeordnete Männlichkeit. Damit hat Cornell ursprünglich mal dargestellt, homosexuelle Männlichkeiten, weil die hegemonialen Männlichkeiten sich davon immer ganz besonders abgesetzt haben. Das könnten hier aber auch, das hat Henning van Wagen am Anfang gesagt, es könnten hier jetzt aber auch Männer sein, die in irgendeiner Form rassifiziert werden oder die geflüchtet sind oder so etwas. Ne? Also hier geht es um eine Hierarchisierung von Männlichkeit. Und Männer werden in ihrer Sozialisation, Jungen und Männer,
werden in ihrer Sozialisation durchaus darauf trainiert oder üben das ein, sozusagen die Ansager zu sein, also zu so einer Form von hegemonialer Männlichkeit zu streben. Noch anders, darauf gehe ich jetzt aber nicht ausführlich ein, also ich finde dieses Modell von Revan Cornell, das ist natürlich der totale Klassiker und das sollten wir in einer kritischen Betrachtung mit reinnehmen. Ich finde das fast ein bisschen zu einfach, weil es ist dann doch immer gar nicht so klar, was eigentlich hegemoniale Männlichkeit ist und komplizenhafte, also das ist nicht so richtig deutlich voneinander abzugrenzen, aber es ist als Orientierung mal wichtig. Worauf man noch mal mehr gucken könnte, wären hier diese männlichen Strukturierungen, die Böhnisch 2018 vorgeschlagen hat. Da kommen ganz viele dieser Themen auch wieder vor, aber er formuliert das nicht so in dieser Eindeutigkeit, dass es nur diese vier Positionierungen gibt, sondern er sagt, das sind einfach Themen, mit denen sich Männer auseinandersetzen müssen, wo Männer aber durchaus auch die Wahl haben, wie sie sich dazu positionieren, ne? Also wie sie sich mit ihrer Bedürftigkeit auseinandersetzen, Bedürftigkeit nach Zuneigung, nach Anerkennung, nach Liebe und so weiter. Also da kann ich ja unterschiedlich mit umgehen. Ich kann das entweder zulassen und ein sensibler, reflexiver Mann sein oder aber ich kann das auch ablehnen und ich kann mich sozusagen dagegen wehren. Dann werde ich hier möglicherweise in andere Formen abrutschen. Ne? Also da hat Böhnisch aus meiner Sicht ein ganz schönes Modell mal vorgeschlagen, dass wir eigentlich viel umfangreicher diskutieren müssten. So, was will ich damit, worauf will ich jetzt hinaus damit? Ich möchte auf dieses Bild hinweisen. Das ist jetzt aus einer anderen Quelle, auch vom Bundesministerium, nämlich aus der Studie Jung und Männer im Spagat, auch online zum Download bereit. Und das ist jetzt, sind wieder die Sinus-Studien, nee, das sind die Delta-Studien, ne? die Delta-Milieus. Das ist so ähnlich wie die Sinus-Milieus, aber von dem Kollegen Wippermann und der nennt das Delta-Milieus. Und was ich daran jetzt interessant finde, ist, die These, die Cornell hatte, war ja, dass Männer im Rahmen ihrer Sozialisation eben nach so einer hegemonialen Männlichkeit streben und dass es da um eine Dominanz geht, um einen sich durchsetzen. Wenn man sich jetzt diese verschiedenen Milieus hier anguckt, dann sehen wir in fast allen Milieus, dass Männer sich tatsächlich in ihrem eigenen Leitbild an genau dem orientieren. Also hier sind die traditionellen Oberschichtsmänner. Die sagen, es geht bei ihrem Idealbild von Männlichkeit um Disziplin, Leistung, Überlegenheit, Durchsetzungsvermögen. Und die, die hier weniger verdienen, da geht es auch um sich nicht unterkriegen lassen, Durchsetzungsvermögen. Die hier oben reden von Durchsetzungsvermögen. Die hier unten reden wieder von Härte und Konflikten nicht ausweichen. Hier sogar, und auch die Männer, die hier so in einer Werteorientierung doch sehr fortschrittlich daherkommen, die sagen auch, es geht darum, im Beruf zum Beispiel mit anderen zu konkurrieren. Die hier sagen, es geht um Härte, Überlegenheit und auch darum, mit anderen zu konkurrieren. Und die wollen auch mit anderen konkurrieren. Also diese beiden Milieus hier, das sind eigentlich die einzigen, wo das nicht so sehr herauskommt. Diese ganzen anderen hier außenrum, die ja sehr unterschiedlich sind. Ne? Einmal aus der Oberschicht kommt und traditionell bis hin zu aus der Unterschicht kommen, aber eher postmodern strukturiert. Bei allen Männern geht es da immer um sich nicht unterkriegen lassen, Disziplin, durchsetzen und so weiter. Also es geht immer darum, selber nicht als Verlierer dazustehen. Bei all diesen Punkten hier. Bis auf zwei Milieus, wo das etwas weniger ist, zumindest nach dieser kurzen Zustimmung. Das fand ich nochmal ganz eindrücklich. Also das scheint tief verankert zu sein, dieses Muster, dass Männer darauf angewiesen sind. Fabian, kurzer Hinweis, du bist jetzt so bei 28 Minuten. Ach du Schande, das schaffe ich ja alles im Leben nicht. Aber gut, ich beeile mich. Ich vermute, ich werde dann so 5 bis 10 Minuten überziehen. Die Zwischenreflexion lautet damit also, dass Männlichkeit mit so einer doppelten Distinktions- und Dominanzstruktur verbunden ist. Das habe ich zitiert nach Meuser. Also Männer sind anscheinend im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit den kulturellen Anforderungen von Männlichkeit dazu aufgerufen, sich einmal von den Frauen abzugrenzen
und aber auch sich gegenüber anderen Männern abzugrenzen. Also das scheint dann eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Und dann habe ich noch einen zweiten Punkt rausgesucht, der insbesondere jetzt passt aus meiner Sicht zu den Männern, die sich so als protestierend erleben. Das ist das Bewältigungsmodell, das ich hier nach Böhnisch mal aufgezeichnet habe. Das besagt nun, dass Menschen insgesamt, aber ich mache es hier mal für die Männer, nach einem psychosozialen Gleichgewicht streben. Also der Wunsch von Menschen ist immer, soziale Anerkennung zu bekommen, eine Selbstwirksamkeit zu entfalten und so einen Selbstwert zu entwickeln. Und wenn das alles im Gleichgewicht ist, dann ist man im Grunde genommen, hat man eine gewisse Handlungsfähigkeit. Dann kann man den Alltag bewältigen und besondere Aufgaben bewältigen. So, jetzt hören wir in den letzten Jahren immer, dass es da so Männer gibt, die vor besonderen Herausforderungen stehen, nämlich zum Beispiel die Männer, die mit Arbeitslosigkeit konfrontiert sind oder die sich in prekären Beschäftigungen wähnen. Dann gibt es die Verlassenen, also Männer, die von den Frauen verlassen werden und das dann ungerecht finden und dann nicht damit zurechtkommen. Und die Forschung sagt, dass insbesondere Männer nach Trennung nicht gut damit zurechtkommen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein und mit ihrem Gefühlsleben so konfrontiert zu sein. Das gipfelt dann in so einer Bewegung wie den Incels, also den unfreiwillig zölibatär lebenden Männern, die dann einfordern, dass sie doch ein Recht auf Sex haben. Es gibt den Diskurs von Jungen als Bildungsverlierer und so weiter. Das heißt also, das psychosoziale Gleichgewicht von Männern ist in dieser Postmoderne dauerhaft herausgefordert. Und Männer befinden sich dann möglicherweise hier in so einer kritischen Bewältigungskonstellation, weil die männliche Dominanz erodiert. Und jetzt gehe ich hier gleich nach unten. Was machen Männer damit? Sie können es entweder thematisieren, ne? Sie können Coping-Strategien entwickeln, sie können das reflektieren, sie können darüber sprechen. Dann haben Männer auch eine gute Chance, da wieder rauszukommen. Da Männer aber da selten darauf trainiert sind und geübt sind, all das zu tun, gibt es bei nicht wenigen Männern diese fehlende Möglichkeit der Thematisierung, was dann zu Selbstwertverlust und Abspaltungsdruck führt. Und dann sind wir ganz schnell hier bei dem antisozialen Bewältigungshandeln. Also Männer versuchen dann in irgendeine Form zurückzukommen in eine Handlungsfähigkeit. Und diese Handlungsfähigkeit kann dann zum Beispiel lauten, dass ich andere abwerte oder dass ich Gewalt ausübe gegen andere. Ich kann auch so eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit an den Tag legen. Also ich kann mir Gruppen aussuchen, die ich für schwächer halte, als ich es bin und die ich abwerten will. Ich kann mich maskulinistisch geben und mich eben hervorheben als Mann, der jetzt doch zu Höherem geboren ist und zurück in diese maskuline Welt zurückstrebe. Und ich kann mich Männerbünden anschließen und ich kann mich dem Rechtspopulismus und dem Rechtsextremismus anschließen, weil auch das suggeriert mir zumindest kurzzeitig eine gewisse Handlungsfähigkeit, weil ich zu einer Gruppe gehöre und meine schlechten Gefühle, meine kritischen Gefühle abspalten kann. Also das scheint für Männer attraktiv zu sein. Wir kommen dann gleich hier noch zur sozialen Arbeit, was soziale Arbeit dafür tun könnte. Also die Zwischenreflexion 2, ich bin gleich am Ende. Ich glaube, schlage vor, das so zu sehen, dass der Rechtsextremismus und der Rechtspopulismus und bestimmte kulturelle Muster von Männlichkeit, nämlich diese Libido Dominandi, also die Lust daran, andere Leute zu dominieren, das ist von Bourdieu auch, dass die sich ergänzen bzw. anschlussfähig sind und dass das eine mögliche Begründung sein kann, warum hegemoniale und komplizenhafte Männer sich von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus so angezogen fühlen. Also es geht um die Möglichkeit, andere Männer zu dominieren. Und ich glaube, dass für Männer in den kritischen Bewältigungskonstellationen, also die sich herausgefordert fühlen, die sich potenziell als Verlierer sehen, da bietet der Rechtsextremismus und der Rechtspopulismus Möglichkeiten, zumindest kurzfristig die eigene psychosoziale Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Was allerdings, wenn man jetzt mal eben so diese Psychodynamik anguckt, natürlich kein langfristiger Ausweg ist aus der kritischen Bewältigungskonstellation, weil die damit natürlich nicht in eine wirkliche, in ein richtiges psychosoziales Gleichgewicht zurückkommen.
So, und der Schluss, und da glaube ich, dass, oder ich hoffe, dass wir darüber gleich diskutieren können, ist jetzt eben, was hat soziale Arbeit damit zu tun? Und natürlich hat soziale Arbeit mit den Phänomenen zu tun, schon länger. Also es geht um Rechtsextremismusprävention vielleicht, um Gewaltprävention, um politische Bildung, interkulturelles Lernen. Es geht um die pädagogische Arbeit mit rechten Jugendlichen, Förderung des Ausstiegs, Opferberatung und so weiter. Dabei hatte die Sozialpädagogik traditionell Jugendliche in den Blick und das noch nicht unbedingt immer mit einer Gender-Perspektive. Also in der Theorie manchmal schon, aber in der Praxis bin ich mir nicht so ganz sicher. Und notwendig ist aus meiner Sicht, glaube ich, dort eine durchgehend geschlechterreflexive Perspektive, weil man die Phänomene Rechtsextremismus und Rechtspopulismus wirklich besser versteht, wenn man da die Gender-Perspektive anlegt. Und sozusagen in der sozialen Arbeit mit einer geschlechterreflexiven Perspektive arbeitet. Und dann möchte ich aber noch eine Einschränkung machen. Ich glaube, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus nicht der sozialen Arbeit überlassen werden dürfen, also sozusagen nicht pädagogisiert werden dürfen, sondern sie müssen natürlich politisch bearbeitet werden. Die soziale Arbeit kann einen Beitrag dazu leisten, aber ich finde, es ist eine Überforderung und ein Abschieben auf die soziale Arbeit, wenn man diese Phänomene pädagogisiert. Ich bedanke mich für die Geduld und freue mich auf Fragen und Diskussionen. Ja, vielen herzlichen Dank für den Vortrag, Fabian, sehr ausführlich, interessant, danke. Michael, du übernimmst jetzt. Ja, auch von mir nochmal vielen Dank, lieber Fabian Lamp. Bevor ich in die Moderation gehe und jetzt erstmal bitten würde, in der ersten Runde um Rück- und Verständnisfragen an den Referenten, den Professor Lamp, vielleicht noch ein paar Worte zu mir, weil ich schon erwähnt wurde. Ich bin seit langer Zeit schon im Forum Männer, forsche selber zu Männlichkeiten oder arbeite in der sozialen Arbeit auch in dem Schwerpunkt. Neben meinem Hauptschwerpunkt auch in der HAW zur migrationsgesellschaftlichen sozialen Arbeit. Das heißt, ich habe da auch einen intersektionalen Arbeitsansatz, vor allen Dingen im Kontext Migration, Rassismuskritik und Männlichkeiten. So viel nur kurz zu mir. Ich bin also an dem Thema von der anderen Seite der Betroffenen dran. Das kann auch vielleicht gleich eine Perspektive werden. Ich würde jetzt erstmal einladen, wenn es Wortmeldungen gibt, darum bitten, wenn es Rück- und Verständnisfragen gibt. Und im zweiten Schritt gehen wir dann in weitere Fragen und Anmerkungen, Diskussionsbeiträge. Gibt es Rückfragen? Michael, gerade im Chat kam noch die Rückmeldung, dass du sehr leise bist. Es wäre schön, wenn du etwas lauter sprechen könntest. Wir hatten das vorhin schon, das Problem mal entdeckt. Vielleicht müssen Sie als Zuhörende dann den Ton vielleicht hier und da etwas lauter stellen. Also wir versuchen es auf beiden Seiten. Ich achte darauf. Danke für den Hinweis. Ja, Rückfragen, bitte. Harry Friebel hat sich gemeldet, sehe ich. Sonst habe ich noch keinen gesehen. Ja, vielleicht sagen wir noch mal eben, welche Beteiligungsmöglichkeiten es gibt für die, die Zoom nicht so oft nutzen. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, es gibt hier die sogenannte blaue Hand. Wenn Sie auf Teilnehmer unten im Menü klicken, dann öffnet sich ein Fenster und wenn Sie da bis ganz nach unten scrollen, gibt es so ein Menü und da gibt es eine ganz links eine blaue Hand. Da bitte draufklicken, dann sehen wir, dass Sie sich gemeldet haben und das erscheint dann in der Reihenfolge bei uns auf dem Schirm. Und die zweite Möglichkeit ist tatsächlich dann auch im Chat noch Fragen zu stellen, die wir dann auch noch aufnehmen können. Ja, bin ich dran? Ja, wunderbar. Hört man mich? Ja. Na, wunderschön. Ich habe zu dieser Unterscheidung zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus im Grunde genommen eine Perspektive, die von Wilhelm Heidmeier geschrieben hat. Der spricht nämlich vom konzentrischen Eskalationskontinuum. Fängt an bei der Frage AfD und hört auf bei NSU. Das heißt, er stellt sich das wie so eine Zwiebel vor, also dass das regelrecht systemisch zusammenhängt.
Also das wäre sicherlich hilfreich in der Diskussion zu sagen, die einzelnen Ebenen wie die Zwiebelschalen hängen miteinander zusammen. Und das hat also Wilhelm Heidmeier gerade in der Publikation auch über Rechtsextremismus, Rechtspopulismus geschrieben. Das Zweite, was ich noch erwähnen möchte, ist, es wurde über die Bedürftigkeit gesprochen, Bedürftigkeit von Männern. Das ist ja so eine quasi passive Kategorie, die ihnen zugeschrieben wird. Und man könnte das ja im Rahmen, was ich ganz toll fand, diese Perspektive soziale Arbeit, man könnte ja sagen, den Begriff erweitern von Bedürftigkeit auf Hilfsbedürftigkeit. Also dass diese rechtsradikalen, rechtsextremen, rechtspopulistischen Männer sich in Hilfestrukturen einlassen können. Also so, dass man da so eine Perspektive hat für beides. Einerseits, also was ich vorhin gesagt habe, Heidmeier, Zusammenhang konzentrischer Eskalationskontinuum und statt nur Bedürftigkeit zu sagen, perspektivisch die Frage zu stellen, wie weit kommt man denn an diese Leute ran, wie weit kann man Hilfsbedürftigkeit, also ein aktives Modell für die soziale Arbeit finden. Danke. Soll ich direkt was dazu sagen? Gerne. Ja, also das mit den Zwiebeln, das passt mir gut in den Kram. Also ich hatte ja auch von so einem Scharnier oder von so einem Übergang gesprochen. Ich glaube, das entspricht dem, wie ich das auch verstanden habe und sehen würde. Und bei der Bedürftigkeit, da sehe ich jetzt das Problem. Also ja klar, ein Grundproblem ist ja tatsächlich immer, wie kommt man überhaupt an diese Leute ran? Und was da ja immer das Problem ist, glaube ich, also das Erkennen einer Hilfsbedürftigkeit, das fällt ja grundsätzlich vielen Menschen und ganz insbesondere ganz vielen Männern ziemlich schwer. Na, also und dieses dann erstmal wahrzunehmen, dass es da eine Bedürftigkeit gibt, das ist ja sozusagen der Blick nach innen, was bei Männern jetzt nicht traditionell so gut ausgebildet ist. Ich berichte an einer Hochschule für soziale Arbeit und da geht es darum, dass diejenigen, die dort also in der sozialen Arbeit tätig sind, sowas wie diese Hilfsbedürftigkeit ein bisschen aufdecken können. Also natürlich gehen die nicht von selbst und sagen, ich bin hilfsbedürftig. Ne? Ja, genau. Und deswegen würde ich ja tatsächlich auch denken, dass man die Arbeit mit den mit Rechtspopulismus und Rechtsextremismus tatsächlich so genderreflexiv qualifizieren muss, weil nur dadurch kommt man daran, oder das heißt nur dadurch, aber es ist halt eine Möglichkeit daran zu kommen. Ja, würde ich Ihnen zustimmen. Danke. Vielen Dank, Harry Friebel. Nochmal die Bitte, immer eine Wortmeldung. In der Größe ist das in so einem direkten Dialog schwierig. Danke auch, dass wir das Mikrofon nach der Wortmeldung wieder auszuschalten, dass wir keine Störgeräusche haben. Ganz spannend, vielleicht von mir noch, es gibt ja in den Fragen von Harry Friebel habe ich eine analytische Perspektive gehört, also wie verstehe ich das? Und die zweite von Bedürfnissen und Bewältigungshandeln, eine praktische von sozialer Arbeit. Gut, weitere Fragen bitte. Stefan Höhing hat sich gemeldet. Ja, hallo zusammen. Mich würde interessieren, es gibt jetzt sozusagen diese, die stehen natürlich im Fokus, diese Männer, die halt jetzt nicht so, die in so, deren psychosoziales Gleichgewicht aus so ein bisschen aus der Balance ist oder die das herausgefordert ist, wie du ja so in Neudeutsch gesagt hast. Was ist jetzt das Modell, wo es funktioniert? Also ist sozusagen eine Art und Weise, Mann zu sein, die jetzt einigermaßen stabil ist? Und weil hier wird ja von instabil geredet. Und wenn ich jetzt so gucke, was für Attribute die da haben, dann kommt mir in der Grafik von Wippermann eigentlich eben doch wieder die bürgerliche Mitte und die dieses andere Milieu, so grün, links, alternativ da rein, mit Gefühle zeigen und
schöne Atmosphäre zeigen, Gespür für Menschen und Arbeiten im Haushalt erledigen. Ist das jetzt sozusagen das Ideal? Und wer so lebt, der ist, dem geht es dann gut und der kommt mit allem klar. Also das ist so ein bisschen, sozusagen indirekt steckt hier auch so ein Modell von, wie es klappen kann drin. Bevor Sie, Herr Fabian, antworteten, vielleicht haben wir gerade vergessen zu sagen, es wäre schön, wenn Sie sich kurz eben noch vorstellen, wenn Sie Ihren Beitrag machen, vielleicht was zum Kontext sagen. Ja, Stefan Höhling und ich bin für Jungen- und Männerarbeit an der Katholischen Hochschule tätig. Also ich glaube nicht, dass man daran kommt, dass man jetzt nach bestimmten Milieus guckt, wo unbedingt man irgendwelche Leute reinstecken wollte oder so. Also es wäre ja völlig weltfremd auch, dass man dann irgendwelche Jungs an irgendwelche Milieus anpassen will. Aber ich glaube, ein Weg könnte eben sein oder ein Weg kann sein, dass man mit Jungen und Männern thematisiert, diese Auseinandersetzung mit diesen Strukturierungen. Also die Definition von Männlichkeit war ja, dass alle die sich als Jungen oder Männer fühlen wollen oder anerkannt werden wollen, dass die sich mit diesen kulturellen Anforderungen auseinandersetzen wollen. Und da müssen wir, glaube ich, schon die Fragen stellen, wie ist es denn mit der Dominanz und wie ist es mit der Solidarität und wie ist es mit der Gewaltfrage und der patriarchalen Dividende? Und das ist natürlich erstmal eine total abgehobene Diskussion. So, das kann man so natürlich nicht mit Jungen thematisieren, aber mit denen kann man vielleicht bestimmte Verhaltensweisen einüben, die denen dann als Coping-Strategie dienen. Also das Zusammenhalten in einer Gruppe, ohne andere abwerten zu müssen. Die gemeinsamen guten Erlebnisse und dass es gut tun kann, keine Ahnung, ne, diese typischen Sachen, dass Jungs, wenn man mit denen eine Traumreise macht, am Anfang sich immer totlachen und irgendwann am Ende merken die, aber das hat unheimlich gut getan. Also zu solchen Dingen zu kommen, zu solchen Coping-Strategien, glaube ich, kann helfen. Also die Auseinandersetzung mit diesen kulturellen Anforderungen, die muss man, glaube ich, in der Kinder- und Jugendarbeit didaktisch sinnvoll irgendwie präsentieren und dann mit den Jungen darüber ins Gespräch gehen. Aber es geht natürlich nicht um eine Anpassung an bestimmte Milieus oder jetzt auch um eine Idealisierung bestimmter Milieus, weil ich glaube, das Dominanzverhalten in irgendwelchen links-grünen Milieus ist jetzt auch nicht automatisch irgendwie niedriger als in anderen Milieus. Ne? Also Männer sind, und das wollte ich eigentlich auch zeigen, diese Männlichkeitsvorstellungen, die sind ja quer durch und unabhängig von bestimmten Milieus, fast quer durch auf Dominanz und sich durchsetzen gebürstet. Und da müssen wir, glaube ich, ran. Sei es mit diesem Diskurs wie Caring Masculinities oder in Abgrenzung zur toxischen Männlichkeit und so weiter. Ja, vielen Dank. Vielleicht, ich habe jetzt keine weitere Wortmeldung gesehen. Ich würde jetzt einladen dazu, das war jetzt eine Frage von Stefan Höhling, von dem ich weiß, dass er sich in der jungen Arbeit selber auch auskennt. Vielleicht magst du, Fabian, von da aus, du hast ein bisschen die Räume, Ziele schon angeschnitten, vielleicht kannst du noch ein bisschen konkreter werden, was in unserem Kontext sozusagen quasi präventiv die soziale Arbeit, du bist auf die junge Arbeit schon eingegangen, was da Ansatzpunkte sein können, vielleicht kannst du auch von Beispielen das nochmal konkretisieren, wer das Handlungsfeld nicht so gut kennt. Also meinst du jetzt das Handlungsfeld Jungenarbeit speziell? Ja, das würde ich dir freilassen, aber es könnte beides sein. Ne? Also Handlungsfelder wie Kinder- und Jugendamt, soziale Arbeit, Jungenarbeit war jetzt schon Thema, dass wir es nochmal konkreter kriegen, wenn du es nochmal an Beispielen entfalten kannst. Bitte. Ja, also was mir da immer wieder einfällt, und das ist etwas, was jetzt aber auch nicht neu ist, ist einfach, dass soziale Arbeit, die ja grundsätzlich zum Beispiel, also wenn wir dieses Böhnisch-Modell uns angucken, dann geht es ja in der sozialen Arbeit darum, also Menschen dabei zu unterstützen, in so ein psychosoziales Gleichgewicht zu kommen. Ne? Also Menschen Möglichkeiten zu geben, Anerkennung zu finden, eine Selbstwirksamkeit zu spüren und so weiter. Und jetzt ist es ja in der sozialen Arbeit aber ganz häufig so gewesen, dass es bestimmte Theorien
gab, wo das durchaus anschlussfähig ist, wo aber das, Geschlechterthema eher so von außen herangetragen wurde. Ich habe schon gesehen, die ist eine sehr geschätzte Kollegin Corinna Vogt-Kehlenbeck hier auch mit unter den Zuhörenden ist. Die hat davor schon vor einer ganz langen Zeit ein tolles Buch veröffentlicht, wo es einfach um die Frage ging, wie wir eigentlich diese Gender-Perspektiven in den Mainstream kriegen. Also im Grunde genommen bleibt es wieder dabei, immer wieder die Forderung, dass gute, qualitativ hochwertige soziale Arbeit im Grunde genommen immer eine Gender-Perspektive braucht. Und da können wir jetzt anfangen, in der Kindertagesstätte mit Jungen zu arbeiten und denen zwar einerseits ihre Lust an der Konkurrenz nicht zu nehmen. Ne? Also die sollen ja ihren Spaß haben, die sollen auch Sport machen und die sollen sich auch, da konkurrierend miteinander auseinandersetzen. Aber da gibt es in der Kinder- und Jugendhilfe von damals von Winter und Neubauer dieses Modell der balancierenden Männlichkeit oder das balancierte Junge sein, dass es dann eben darum geht, nicht einseitig auf Konkurrenz zu gehen, sondern in eine Balance zu gehen, auch auf der anderen Seite eine Solidarität einzuüben. Oder mit Jungs zu üben. Also Jungs sind ja meistens ganz gut da drin, sich zu präsentieren, rauszugehen, laut zu sein und so weiter. Das ist ja auch in Ordnung, solange Jungs auf der anderen Seite eben auch die Fähigkeit haben, mal in sich zu gehen, mal reflektieren, sich mal zurückzunehmen in einer Gruppe und so weiter. Und so ist es eigentlich unabhängig von Handlungsfeldern, glaube ich, so. Wir brauchen einerseits diese Möglichkeiten, so ein psychosoziales Gleichgewicht zu begleiten, also Anerkennungsmomente zu schaffen, Selbstwirksamkeitserfahrungen den Jungen und Männern zu geben. Und dass es eben andererseits darauf ankommt, in den Blick zu nehmen, wenn Jungs so auf eine bestimmte Art und Weise sind, also zum Beispiel laut und sich sehr präsentierend, dass man dann auf der anderen Seite denen auch Möglichkeiten gibt, sozusagen den Gegenpart auch einzuüben mit ganz verschiedenen Möglichkeiten. Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt gerade, dass Andreas Gose sich gemeldet hat, würde aber vorher noch mal auf eine Frage aus dem Chat vielleicht jetzt eingehen. Und zwar von Tina, ohne altklug sein zu wollen, das Männerbild oder Männerideal der Rechten ist seit 33 dasselbe oder gibt es eine Entwicklung? Ist das Aufkommen des Populismus nur auf die Geflüchteten und damit wieder verschwinden, wieder zurückzuführen? Oder weil die Gesellschaft diese Art zunehmend als Auslaufmodell betrachtet und Männer langfristig vor der Herausforderung stehen, sich neu definieren zu müssen. Kannst du dazu was aus deiner Perspektive sagen? Ja, also ich glaube, dass es in der Rechten bestimmte Subgruppen gibt. Da, das habe ich versucht auszudrücken mit diesem ersten Bild, wo man so Breivik oder so sah oder diese Kameradschaften. Ich glaube, da hat sich tatsächlich gar nicht viel verändert, sondern das ist unmittelbar anschlussfähig an so ein nationalsozialistisches Männerbild. Und dann glaube ich aber, dass sich diese Männerbilder auch diversifiziert haben. Also das waren dann die anderen Vorschläge, die ich da gemacht habe. Es gibt ja durchaus dann Männer, die äußern sich rassistisch, die würde man aber nicht, also so einer wie Trump, die würde man aber nicht unbedingt so in diesen nationalsozialistische Männlichkeit packen, sondern es sind halt unterschiedliche Identitätsangebote, die es da inzwischen gibt. Also ja, einerseits hat sich da nichts geändert, andererseits hat es sich, glaube ich, diversifiziert. Also es gibt mehr Identitätsangebote und das passt dann auch zu, was der Harry Friebel gesagt hat. Es gibt also zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus so verschiedene Abstufungen und diese Abstufungen halten alle möglicherweise Identitätsangebote für verschiedene Arten von Männern bereit. Und was jetzt eben, aber und da hat Tina dann auch wieder recht, würde ich denken, nämlich dass tatsächlich die Männer als Gesamtgruppe tatsächlich ja mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, wie sie umgehen mit der Konkurrenz, mit der steigenden Konkurrenz von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, mit der steigenden Konkurrenz von anderen Männern auf dem Arbeitsmarkt. Das ist sozusagen wieder die Entwicklungsaufgabe für alle Männer,
Und da greifen dann eben bestimmte Männer auf diese Abwertung zurück der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Und das ist natürlich aber die Herausforderung, jetzt dann Männern auch andere Alternativen zu geben, sei es in der sozialen Arbeit, sei es aber auch gesamtgesellschaftlich. Ne? Also diese Diskussion darum, dass Männer pflegende Tätigkeiten in ihrem Alltag mehr integrieren sollten und müssten. Das hat ja schon dazu geführt, dass ein nicht ganz unbeträchtlicher Prozentsatz der Männer sich auch tatsächlich so in diesem Bereich weiterentwickelt. Und das ist eigentlich was wir viel größer machen müssten, nämlich positive Identitätsangebote für Männer bereitstellen, die dann eben nicht davon abhängig sind, andere Leute abzuwerten. Ja, vielen Dank. Dazu vielleicht noch ein Kommentar von Vogtko hier aus dem Chat. Die zentrale Frage ist doch noch immer, wer stabilisiert die durch Veränderungen und Abwendung verunsicherten Männer? Hier kommt der Kumpel, der durch Verehrung und Komplizenschaft den Machtgestus an der Macht partizipiert. Und es sind sicher an dieser Macht auch partizipierende Frauen. Aber das ist ein anderes großes Thema. Jetzt habe ich auf der Liste Andreas Großes und danach Clara Steinbrenner. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank. Also ich kann viel damit anfangen mit dieser Frage, Herausforderungen des psychosozialen Gleichgewichts und wie kann Umgang damit stattfinden. Ich glaube, gerade diese Vervollständigung von Ausdruckspaletten, von Sprachfähigkeit, von Konfliktfähigkeit, dahin zu kommen, dass wir auch Dinge bereitstellen, Wege bereitstellen, dass das gelernt werden kann. Und ja, vielleicht gibt es viele Identitätsbilder, die angeboten werden, aber im Grunde genommen geht es ja wieder darum, auch für sich eine Verortung zu finden. Wie will ich gelesen werden? Wie sehe ich mich selber? Und das hat sehr viel, zumindest in meiner, der Psychotherapeutin-Arbeit, auch immer wieder mit Selbstwert zu tun. Und wie verorte ich mich in dieser Gesellschaft? Wo finde ich da meinen Platz? Und das ist aus meiner Sicht dann auch wieder so frustrierend, dass zum Beispiel in der Therapieausbildung Gender oft noch gar keine Rolle spielt. Oder es ist unglaublich, dass dann so Geschlechterbilder von Freud noch zum Besten gegeben werden und das war's. Und deswegen ist es so wichtig, da auch Orte zu schaffen, wo kann denn dieses Gespräch stattfinden und wo können auch Leute, die das vielleicht erstmal nicht so können, sich da eine Sprachfähigkeit, einen Zugang zu Gefühlen erarbeiten. Und ich sehe das zum Beispiel nicht so, dass das nicht gewollt wird. Es ist eher oft so ein bisher nicht gegebener Zugang oder es gibt zu wenig Angebote einfach. Und für mich zum Beispiel als jemand, der da auch ein Stück weit für bekannt ist, dass ich mit diesen Menschen arbeite, da gibt es enorm sehr viele Anfragen dann auch. Und das ist für mich so ein Punkt, wie kann das nochmal gestärkt werden, wie kann das auch nochmal in Bewusstsein gekommen werden, dass es darum geht, die auch ein Stück weit abzuholen. Das heißt nicht, dass ich der Fachschulvorsteher werden will, oder dass es da auch ganz klar Grenzen gibt, aber die Auseinandersetzung zu führen und gleichzeitig auch ein Stück weit eine Wertschätzung zu geben und nicht jemanden voll gleich abzustempeln und abzublocken, das ist auch immer wieder eine Gratwanderung. So, und da müssen wir uns vielleicht auch verorten, was geht nicht. So, also insofern danke, da sind ja viele Hinweise für mich nochmal. Okay, Bourdieu ist da immer sehr gut, aber auch diese Setzung, es geht dann zum Beispiel bei dem Libido Dominandi immer darum, den anderen beherrschen zu wollen. Das sind vielleicht auch aus der Not geborene Versuche, sich irgendwie zu behaupten. Und wenn wir das sehen, die Angst, die da oft dann einfach dahinter steht, und wenn da Zugänge möglich sind, dann ist zumindest im therapeutischen Prozess da auch immer viel möglich. Seid erstmal soweit. Ja, vielen Dank, Andreas. Dann jetzt erstmal die Wortmeldung und danach noch gibt es noch einen Beitrag im Chat. Dann wären Sie jetzt dran. Dankeschön. Also vielleicht ganz kurz zu mir als Hintergrund. Ich studiere Geschichte und internationale Beziehungen und bin auch in der nonformalen internationalen Jugendbildungsarbeit aktiv neben dem Studium.
Und also jetzt, bevor ich meine Frage stelle, möchte ich gerne eine Beobachtung teilen, dass ich spannend finde, dass wir, obwohl wir uns jetzt gerade auch viel mit hegemonialer Männlichkeit als Thema beschäftigt haben, jetzt auch in dem Vortrag, und es auch sehr spannend war, was die Theorien angeht, dass selbst ja auch in dieser Runde, die ja relativ sensibel für das Thema zu sein scheint, dass hier irgendwie auch, zumindest was die Gesprächsbeiträge angeht, eine ziemlich Hegemonie erkennbar ist. Und also ich zumindest jetzt so ziemlich bis auf den einen Wortbeitrag oder Schriftbeitrag im Chat die erste weiblich gelesene Person bin, die sich beteiligt. Und ich habe eine Frage, und zwar, also ich bin eben so in meiner Nebentätigkeit irgendwie in der Jugendarbeit tätig, aber soziale Arbeit studiere ich natürlich nicht. Und meine Frage wäre, gibt es denn da irgendwie auch ganzheitliche Ansätze, da ranzugehen, wie man irgendwie also Rechtsextremismus und Rechtspopulismus oder diesen Abdriften in diese Richtung vorbeugen kann, um auch irgendwie so ein bisschen aus dieser binären Mann-Frau-Struktur rauszukommen, dass es irgendwie ganzheitlich für alle Jugendlichen, die da in diesen Jugendzentren sind oder so, relevant wird, weil also es gibt ja zum Beispiel auch Frauen im rechtlichen Milieu, die gerade deshalb nicht gesehen werden, weil es dieses Stereotyp gibt, dass vor allem Männer oder dieser starke weiße Mann eben der Nazi ist. Genau, das wäre meine Frage. Ja, vielen Dank. Ich glaube, warte mal, wie will ich antworten? Also ich setze mich oft oder ich stelle, wir diskutieren oft die Frage hier in der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Schleswig-Holstein, wo ich einer der Sprecher bin. Da diskutieren wir tatsächlich oft die Frage, inwiefern ist es eigentlich möglich, aus der Jungenarbeit heraus jetzt eine Öffnung zu betreiben in den nicht-binären Blick. Und ich glaube, dass wir das eine tun müssen, aber das andere möglicherweise nicht lassen. Also wir brauchen schon einmal Angebote für Leute, die sich als Jungen konstruieren. Und da bin ich auch weiterhin eigentlich ein Fan davon, dass man denen nicht zuerst mit der zuerst mit der Nicht-Binarität um die Ecke kommt. Sondern dass man denen ein Angebot gibt, wo sie sagen, hier kann ich mich gut wohlfühlen. In die Auflösung kann man dann möglicherweise später noch gehen. Und die Tatsache, dass wir uns heute auf die Männlichkeit konzentrieren, soll nicht heißen, dass es nicht ein absolut lohnendes Thema ist, auch auf die Weiblichkeit und den Rechtspopulismus zu gucken. Aber das war hier eben heute nicht das an mich gestellte Thema. Und vielleicht bin ich da dann auch nicht so der richtige Mensch dafür. Aber natürlich wäre es wichtig, da genauso zu gucken. Also deswegen so der Hinweis, es geht natürlich durchgehend um einen genderreflexiven Blick in der sozialen Arbeit. Und dann wäre nochmal überhaupt interessant zu gucken, inwiefern Nicht-Cis-Lebensmodelle denn tatsächlich ebenso auf gruppenbezogene Menschlichkeit abfahren wie cis-geschlechtliche Personen. Da bin ich aber jetzt ehrlich gesagt überfragt, weil das wäre ja auch nochmal interessant, ob man da eigentlich eine größere Offenheit für pluralistische Lebensformen erwarten darf, wenn Menschen eben nicht in der Cis-Geschlechtlichkeit sich positionieren, oder ob das vielleicht nochmal was anderes ist. Und dann gibt es, und das als letztes vielleicht, dann gibt es ja viele verschiedene Programme oder Angebote, die einfach allgemein auf Rechtsextremismusprävention gucken oder auf interkulturelles Lernen und so weiter. Und da ist aber ganz häufig erstmal Geschlecht möglicherweise gar nicht so mitgedacht, aber vielleicht ist das dann gerade eine Chance zu sagen, da gucken wir mal rein, wenn wir nicht ein bestimmtes Geschlecht ansprechen wollen, sondern das sind dann vielleicht Möglichkeiten, mit denen wir uns an ganz verschiedene Menschen wenden können. Das wäre ja vielleicht dann ein möglicher Ausweg. Aber es ist interessant, was Sie da fragen. Es ist gut. Ja, vielen Dank. Ich habe die Wortmeldung gesehen, Jasmina Kord. Wir hatten vorhin noch zwei Fragen im Chat. Ich würde die vorziehen, dass wir da in der Reihenfolge bleiben, danach sofort. Ich gehe mal in die von Blackie und stelle die Frage, hier kann dieser rechte Backlash eine Reaktion darauf sein, dass diese Männer Angst haben, tatsächlich etwas zu verlieren, verloren zu haben, nämlich Privilegien und durchgehende Geschlechtergerechtigkeit, und vielleicht daher dieser Antifeminismus.
Ja, also wenn man das mit Böhnisch beantwortet, dann ist das, dieses Abspaltungshandeln. Ne? Also dann gibt es da Männer, die befinden sich eben dauerhaft nicht in so einem psychosozialen Gleichgewicht. Also die fühlen sich dauerhaft nicht genug anerkannt, entwickeln nicht genug Selbstwirksamkeit, entwickeln ein angeschlagenes Selbstwertgefühl. Und wenn die Theorie oder die These von Böhnisch ist dann, wenn diese Männer dauerhaft nicht in der Lage sind, das zu thematisieren, dann gehen sie in dieses Abspaltungshandeln. Und das bedeutet dann also, ich schlage auf anderen drauf und werde antifeministisch und fühle mich damit kurzzeitig wieder ganz handlungsfähig und komme aber thematisieren natürlich nicht tatsächlich das, was Blackie da formuliert, nämlich, dass da eine Angst dahinter steckt. Dass da eine Angst dahinter steckt, Privilegien zu verlieren. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, es sind ja auch viele Männer davon betroffen, dass sie Privilegien verlieren, weil die Arbeitswelt sich verändert, weil Geschlechterbeziehungen sich verändern und so weiter. Dass das kein einfacher Prozess ist, ist ja auch klar und ich würde dem zustimmen. Das ist, das könnte ein Erklärungsmodell sein, dass da Männer Angst haben, was zu verlieren. Aber sie setzen sich eben nicht mit dieser Angst auseinander, sondern sie entwickeln dieses Abspaltungs. Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt von Judith Botte noch eine Frage aus dem Chat vorlesen, die sozusagen auch an der Frage, glaube ich, von ein bisschen vorher noch ansetzt. Wie soll der Umgang mit Männern, die sich schon im rechtsextremen, rechtspopulistischen Bereich befinden, aussehen, sowohl politisch als auch im gesellschaftlich-öffentlichen und privaten Kontext, eine Art Konfrontation mit ihrem Männlichkeitsbild oder würde das die Position nicht eher verhärten? Ja, auch das ist eine interessante Frage. Also ich erlebe immer wieder, dass man durchaus ins Gespräch kommen kann über Männlichkeitsbilder, aber nicht unbedingt mit diesen Leuten, die sich da bereits verfestigt befinden. Ich weiß nicht, ob es da ein Interesse gibt oder überhaupt eine Offenheit bei diesen Männern. In der sozialen Arbeit gab es ja zum Beispiel auch immer diese Diskussion, inwieweit dieses Modell der akzeptierenden Arbeit mit rechtsextremen Jugendlichen, inwieweit das möglicherweise auch gescheitert ist. Weil man eben gesehen hat, dass die in dieser akzeptierenden Arbeit, da wurde dann halt gesagt, also ihr seid hier trotz eurer rechtsextremen Orientierung herzlich willkommen in dem Jugendzentrum, weil man die Hoffnung hatte, darüber in Beziehung mit denen gehen zu können, um dann was zu verändern. Wo aber jetzt die Frage steht, hat man die dann tatsächlich hinterher verändert oder hat man denen eigentlich nur ein warmes, muckeliges Heim gegeben, wo sie ihre rechtsextremen Umtriebe besser entwickeln konnten? Also das ist auch was, wo ich, das ist, finde ich, wirklich eine offene und interessante Frage, die Frau, die Judith Botte da stellt, nämlich was kann da politisch und Gesellschaft öffentlich und privat eigentlich gemacht werden, weil da sind wir ja raus aus der sozialen Arbeit, ne? Ich merke immer wieder, dass dieses Thema Männlichkeit aber bei vielen Menschen tatsächlich inzwischen auf Interesse stößt. Also dass es da tatsächlich Erklärungsmodelle gibt, also für diese Blackbox-Männlichkeit, wo man einfach ins Reflektieren kommt. Aber das ist keine Antwort auf die Frage, was man mit diesen Leuten macht, die sich da schon in diesen Milieus befinden. Ich finde das unheimlich schwierig, gerade wenn ich an soziale Medien denke. Also da kriege ich kaum Gespräche hin, habe es inzwischen auch aufgegeben, weil da ist ja einfach immer nur ein Gegeneinander zu sehen. Also das ist wirklich was, das würde ich tatsächlich gerne hier öffnen. Wer mir darauf eine Antwort geben kann, da wäre ich ja ganz begeistert. Es ist wirklich schwierig, finde ich. Ja, danke, Fabian. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir die Wortmeldung von Jasmina Cordi. Hallo, jetzt kurz zu mir. Ich studiere Rechtswissenschaft an Uni Göttingen und komme ursprünglich aus Ägypten. Ich will mich eigentlich an den Zusammenhang von Religion und Rechtsextremismus zuwenden, weil ja in arabischen Ländern verbreitet sich diese Ideologie durch die Gesetzesregelungen. Daher wollte ich fragen, ob Religion eigentlich die Idee von Rechtsextremismus verstärkt. Oh. also dazu würde ich mich nicht versteigen, dazu eine Aussage zu treffen, weil ich mich dafür mit Religion tatsächlich zu wenig auskenne. Also ich glaube, dass Religionen politisch missbraucht werden und dass dann sind wir wieder in einem Bereich, wo ein
so eine politisch aufgeladene Religiosität. Da würde ich Ihnen dann zustimmen, aber das würde ich nicht mit Religion gleichsetzen wollen. Also da kann ich dann wirklich nichts dazu sagen, sondern da geht es ganz häufig um politische Interessen. Und das wird so in so einem Deckmäntelchen von Religion präsentiert. Aber also zu der Frage direkt kann ich, das würde ich mich nicht trauen, dazu eine Aussage zu machen. Tut mir leid. Ja, vielen Dank. Wir sind ja hier ein Kreis von vielen ExpertInnen. Vielleicht gibt es ja auch hier in der Runde jemand, der dazu etwas sagen möchte und kann. Ist herzlich eingeladen. Also es muss jetzt nicht, müssen nicht alle Fragen immer nur an Fabian Lamp gehen, sondern wir können auch versuchen, da ins Gespräch zu kommen. Jetzt sehe ich aber auf jeden Fall Stefan Höing, der sich nochmal gemeldet hat. Ich komme zwar von der katholischen Hochschule, aber mit Religion wollte ich es jetzt auch nicht aufgreifen. Mir geht es da, wenn dann, sicherlich um diesen Extremismus, religiösen Extremismus auch, der sicherlich bei den Evangelikalen in den USA ebenso wie im Islam, wie auch im Buddhismus existiert und der, glaube ich, auch große Nähen hat zu rechtsextremen Strömungen. Aber ich wollte eigentlich sagen, mit den zu Rechtsextremen und mit ihnen arbeiten, wäre, glaube ich, es geht eigentlich erst dann immer, wenn jemand ein Problem hat, dann kann er sich öffnen. Das heißt aber auch, letztlich müssen wir warten, dass Männer im rechtsextremen Milieu merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und das kommt über kurz oder lang natürlich, denn wenn ich sozusagen Gefühlsabspaltung betreibe, gut, ich kann auch ich kann daran sterben, auf verschiedene Weisen, durch Risiko leben, durch wie auch immer. Aber vielleicht merke ich es auch und dann ist eigentlich erst der Moment, glaube ich, für soziale Arbeit da, zu sagen, okay, das, was du hier gerade lebst, hat einen Preis, einen sehr hohen Preis, da ist ein Leid, da ist ein Verlust, guck dir das doch mal an, ob das stimmig ist, ne? Und ob es nicht vielleicht anders gehen kann. Ich glaube, erst in dem Moment ist eigentlich ein Ansatzpunkt da und da, wo das aber noch nicht wahrgenommen wird, ist es auch wirklich schwer. Und einen anderen Punkt hatte ich noch zu den Privilegien verlieren, weil eben vorhin so die Frage war, inwieweit Männer eben auch Privilegien verlieren in unserer Gesellschaft. Und da ist mir wichtig, dass es eben nicht nur ist, Privilegien gegenüber Frauen zu verlieren. Das ist gar nicht nötig, um dann zum Beispiel frauenfeindlich oder in so eine Männer Ideologie zu verfallen, die Männer als die Herrschenden wieder betrachten will oder so. Es reicht durchaus auch, dass Privilegien verloren werden, die gar nicht, wie beispielsweise einen lebenslangen Job zu haben oder dieses Gefühl, dass, die Berechtigung zu haben. Das entsteht ja einfach durch wirtschaftliche Veränderungen. Das hat überhaupt erstmal gar nichts mit Frauen zu tun, sondern damit, dass das machen kann, mit uns in prekäre Verhältnisse zu schicken. Und ich glaube, das kann ja dann einfach übertragen werden. Dann die Schuld daran wird dann eben den Frauen gegeben. De facto ist das eine Entwicklung, die durch kapitalistische Wirtschaft entstanden ist. Vielen Dank, Stefan. Ich habe jetzt noch gesehen, Harry Friebel hat sich gemeldet. Wir haben im Chat noch von Franziska Schröter einen Kommentar oder war das eine Meldung? Ein Kommentar. Gut. Zum Thema Religion eine Anmerkung, die ich auch teile von Foucault. Das Thema Religion und Veränderung der Geschlechterverhältnisse ist eine große Frage und wäre sicherlich einen eigenen Vortrag wert. Dem würde ich zustimmen und das nehmen wir uns sicherlich mit, ob wir das nochmal in einer anderen Form aufbereiten können an der Stelle. Dann würde ich an der Stelle jetzt Harry Friebel das Wort geben und danach Ashkin Hayatdor. Ja, ich finde das ganz faszinierend, Herr Lamp, Sie haben ja dreimal auf Böhnisch hingewiesen und Böhnisch hat ja 2019 ein Buch rausgegeben, das nennt sich Modularisierte Männlichkeit. Das heißt, wir bewegen uns ja in einem Prozess, wo wir nicht lupenrein Rechtspopulisten fest
nageln können, sondern, wie Böhnisch sagt, die Menschen, diese Gruppierungen verhalten sich modularisiert. Also wenn die mit ihren Frauen zusammen sind, dann können sie durchaus mal sagen, Süße, wenn sie auf der Straße sind und einen andersfarbigen sehen, dann können sie ihren Rechtsfaschismus loswerden. Und wenn sie mit ihren Kindern sich unterhalten, können sie sogar einfühlsam sein. Und das finde ich so spannend, dass wir identifizieren Rechtspopulisten, Rechtsextreme, Rechtsfaschisten nicht rund und ganz, sondern wir sind in einem Raum, der in einem sozialen Raum, der flüssig ist, der sich bewegt. Und dort muss man dann auf feine Signale achten und muss diese Frage, ja, also meine Idee ist, dass wir uns im ersten halben Jahrhundert, im vorigen Jahrhundert sehr stark waren die Männer in der soldatischen Männlichkeit. Meine Idee ist, jetzt sind wir in Richtung einer, ich hoffe, einer postheroischen Männlichkeit. Und dazwischen sind diese zwar nicht linearen Entwicklungen, aber doch Verflüssigungen von Strukturen. Und es ist viel schwieriger, als jemanden jetzt habhaft zu machen. Das ist ein Rechtsfaschist. Wir müssen viel stärker versuchen, zurückzukommen, das, was ich mit bezogen auf Wilhelm Heidmeier gesagt habe, dass wir diese konzentrischen Eskalationskontinuen uns angucken und bezogen auf der sehr lesenswertes Buch von Lothar Böhnisch, der modularisierte Mann, wo also die Männer dann immer in unterschiedlicher Weise, je nach sozialer Situation, sich unterschiedlich verhalten. Ja, genau, darf ich nur ganz kurz dem beipflichten. Das war der Grund, warum ich Böhnisch hier mit reingenommen habe. Ne? Also ja. Das ist diese eine Folie, da steht auch Böhnisch 2018 und das steht auch in den Literaturhinweisen, weil ich nämlich auch finde, dass Böhnisch das da im Gegensatz, also dass der nochmal die Perspektive erweitert und über diese Strukturierungen nochmal mehr Ansatzpunkte auch aufmacht, wo soziale Arbeit vielleicht auch ansetzen kann und wo man ansetzen kann, um mit Männer oder über Männlichkeit ins Gespräch zu gehen. Also ich wollte Ihnen nur beipflichten. Das war der Grund, warum ich Böhnisch hier mit reingenommen habe, weil ich das auch interessant finde. Ja. So, ja, vielen Dank. Bevor ich jetzt gleich an Aşkın Haya Doğan, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weitergebe, wollte ich schon nochmal sagen, ich würde gern auch den Raum noch öffnen für Praxiserfahrung. Ich gehe davon aus, dass hier in der Runde der TeilnehmerInnen auch eine ganze Reihe Menschen sind, die in der sozialen Arbeit unterwegs sind, vielleicht Erfahrungen gemacht haben, auch gerade mit rechtspopulistischen Äußerungen, mit Menschen, mit als Männern gelesenen jungen Männern, die dort dann auch aufschlagen und mit denen gearbeitet werden muss und welche Erfahrungen da sind. Und die vielleicht möchte jemand welche teilen, auch wie in der Praxis damit umgegangen wird. Das ist vielleicht für einige hier auch interessant, zumal wir uns als Forum Männer auch verstehen, nicht nur die Theorie anzugucken, sondern auch immer die Praxis in Verbindung zu bringen. Und von daher wäre das vielleicht der Teil, den wir dann jetzt in der letzten maximal halben Stunde dann vielleicht nochmal verstärkt angucken. Also jetzt erstmal an das Wort. Aşkın Haya Doğan. Ja. Hi, das ist Aşkın Haya Doğan, wie Erdoğan ohne das R. Aber ich bin jetzt gerade für diese Frage leider die falsche Person, weil ich bin Empowerment- und Diversity-Trainer und ich gebe Trainings für Queer Men of Color oder generell Men of Color. Und was ich sagen wollte zur Extremismusprävention, das sind halt auch dieselben Mechanismen, ob es jetzt halt der Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus ist oder ob es dann halt fundamentale Islamismus ist oder generell halt Männlichkeitsbilder, ob jetzt Geflüchteten gegenüber ein Hass entsteht, ob es jetzt in der Türkei ist oder hier, die Mechanismen sind dieselben. Und ich versuche jetzt hier zu machen, okay, wer wird aber jetzt hier in Schutz genommen? Ich arbeite nicht mit Rechtspopulisten zusammen, weil es ist dann halt für mich kein safer Ort und gerade ich arbeite generell mit den Opfern von Rechtsextremisten. Und da kommt dann mir halt gleich, okay, wessen Schwierigkeiten hören wir uns dann? Für wen öffnen wir den Raum? Und wer sind die Personen, die dafür den Raum öffnen sollten?
Und wo sollte halt irgendwie eine interkulturelle Kommunikation halt irgendwie stattfinden können, ohne dass das dann halt alles irgendwie reproduziert wird. Wo ich gerade merke, gut, ich könnte das nicht. Weil wie kann ich das als Moslem, der halt auch als Migrant, der dann halt auch irgendwie offen damit halt umgeht, zu sagen, hey, reden wir mal darüber, warum ist der Hass halt irgendwie da und wie kann ich damit umgehen? Wie finde ich halt den Zugang dazu? Und da kommt mir auch noch die intersektionale Ebene, wo ich dann halt auch als queerer Mann, der noch irgendwie da reinkomme, da werde ich auch noch in vielen, vielen unterschiedlichen Punkten da reingezogen. Wie kann ich da überhaupt einen Zugang dazu dann halt bekommen? Also das hat mir jetzt halt irgendwie ein bisschen gefehlt. Das wollte ich jetzt nur noch mit reingeben. Ja, danke schön. Fabian, wolltest du was dazu noch sagen? Ja, nee, danke. Danke für die Perspektive, weil das tatsächlich stimmt. Ne? Genau. Also, und ich spreche auch aus einer bestimmten Position und mit einem bestimmten Thema und das ist bestimmt unterbelichtet geblieben. Da hast du vollkommen recht. Ja. Okay, nochmal die, ja, Michael. Vielleicht. Also die Frage in die Runde wollte ich aufgreifen, das sei die Praxiserfahrung, was Henning von Wagen eben sagte. Vielleicht den Vorschlag, wir haben jetzt verschiedene sozusagen Richtungen von der analytischen Perspektive Richtung Praxis schon gedacht. Was ich spannend fand und was in der Diskussion für mich schon spürbar wurde, ist, also quasi jede Art sozialer Arbeit, vielleicht Kinder-Jugendhilfe, Jugendarbeit, vielleicht Jungenarbeit. Und ich wollte die Idee anbieten zu sagen, die sich an alle richtet, wäre eins, was man so primär präventiv nehmen würde. Und ich würde nochmal einladen, wenn es hier Erfahrungen im Raum gibt, also sekundär, tertiär präventiv sagen, wo schon sozusagen rechte Vorfälle vielleicht vergehen, wo rechte Gewaltäußerungen. Ne, das wären ja sozusagen herausfordernde Zielgruppen, vielleicht zumindest diese Differenzierung mitzudenken. Das wollte ich nochmal mitgeben, bevor wir in die Runde gehen, aber deshalb die Einladung. Wer kann nochmal aus der Praxisperspektive dazu beitragen, bitte? Im Moment sehe ich erstmal keine Meldung. Ich gucke nochmal. Auch im Chat erstmal noch nicht. Also vielleicht, entweder gibt es die Erfahrungen nicht oder es möchte niemand teilen. Dann ist das erstmal so. Kann ich dann auch verstehen. Vielleicht können wir dann nochmal in die Richtung gucken. Wir haben jetzt über die soziale Arbeit gesprochen und das viele Themen in dem Feld angerissen. Die politische Ebene haben wir noch gar nicht adressiert. Da würde ich gerne noch mal kurz hinschauen, auch vor dem Hintergrund gerade der Praxis oder derer, die in der Praxis unterwegs sind. Was brauchen wir denn, um tatsächlich die Arbeit in diesem Feld zu stärken, um eben mit Männern, Männlichkeiten, die drohen abzudriften in den Rechtsraum. Was braucht es da für Präventionsmaßnahmen, für Unterstützungsmaßnahmen? Ist das gut verortet schon jetzt in dem Feld der sozialen Arbeit oder eben nicht? Wo sind da Bremsklötze auch auf der politischen Ebene? Vielleicht hast du, Fabian, da auch einige Ideen dazu und vielleicht gibt es da auch noch was von anderen hier im Raum dazu. Also ich kann nur sagen, wie die Landschaft sich hier zum Beispiel in Schleswig-Holstein darstellt mit der jungen Arbeit. Und da sind wir einfach eine sehr, sehr kleine Szene. Also wir bilden an der Fachhochschule in Kiel Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen aus. Und die haben bei uns die Möglichkeit, einen eigenen Schwerpunkt zu studieren. Geschlechterkompetenzen in der sozialen Arbeit. Das ist nicht schlecht. Aber ich sehe auch, dass es an nicht durchgängig gegeben ist in der Ausbildung. In der Ausbildung von Erzieherinnen ist das möglich, aber auch nicht obligatorisch. Also in den Lernfeldern, in den bundesweiten, findet sich das Thema geschlechterreflexive Sozialpädagogik durchaus wieder. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest in meiner früheren Zeit, wo ich auch mal an Fachschulen unterwegs war, dass es doch sehr davon abhängt, ob es da dann Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sich dieses Themas tatsächlich auch wirklich nachhaltig annehmen. Das ist das eine, das ist für die Ausbildung. Und dann gibt es die Praxis, wo es aus meiner Sicht ein privilegierter Ort oder ein prädestinierter Ort für die Arbeit mit Jungen wären ja zum Beispiel die Ganztagsschulen.
Und da sehe ich nicht, dass da viel passiert. Also in Schleswig-Holstein beispielsweise gab es eine Erhebung zur Gewalt an Schulen. Das hat noch nichts mit Rechtsextremismus zu tun, aber mit zur Gewalt an Schulen. Und die Überraschung war natürlich eigentlich überhaupt nicht groß, dass diese Gewalt ganz überwiegend von Jungs ausgeht und auch die Opfer ganz überwiegend Jungs sind. Ich weiß nicht, ob mein, also ich habe dann an die Ministerin geschrieben und vorgeschlagen, dass wir dort aus der Jungenarbeit mal eine Diskussion mitführen, weil aus meiner Sicht ist das wäre das ein idealer Einstiegsort, um mit Jungen zu arbeiten. Aber die an den Ganztagsschulen gibt es keine hohe Professionalität im pädagogischen Bereich, sondern da geht es um Ganztagsbetreuung. Zumindest ist das hier die Landschaft, die ich in Schleswig-Holstein so wahrnehme. Auch da können ja vielleicht andere Leute aus dem Bundesgebiet vielleicht was anderes sagen. Aber also das wäre was, dass da zum Beispiel an den Schulen mehr Arbeit geleistet wird, dass die Jungenarbeitsszene durchaus größer sein könnte. Aber natürlich sind da auch alle Männer aufgerufen, die in der sozialen Arbeit jetzt tätig sind. Ich merke das ja bei uns auch an der Fachhochschule in Kiel. Der Männeranteil ist sowieso relativ gering und es sind lang nicht alle Männer daran interessiert, über Männlichkeitsbilder nachzudenken. Also auch in der sozialen Arbeit nicht, ne? Also da würde man jetzt ja, wenn man da so ein Stereotyp hätte, dass es nur bestimmte Männer sind, die da in die soziale Arbeit gehen, das stimmt aus meiner Sicht nicht unbedingt. Es sind vielleicht bestimmte Männer, die sich damit auseinandersetzen, aber lang nicht alle Männer tun das in der sozialen Arbeit. Und ja klar, dann ist natürlich dann am Ende immer die Forderung, dass wir da irgendwie mehr davon brauchen, aber das brauche ich hier, glaube ich, nicht zu wiederholen. Ja, danke. Klar, das steht in solchen Runden, das stellen wir oft fest, genau, dass gerade geschlechterreflektierte Arbeit immer zu wenig gesehen und zu gefördert wird. Aber ich finde es interessant, dass du schon, so habe ich es zumindest verstanden, beschreibst, dass sich da in den letzten Jahren doch durchaus auch was verändert hat, also die Sensibilität größer geworden ist. Aber klar, da kann man nie genug tun. Und gerade wenn es um Ausbildung geht oder dann auf dem Feld der Schulsozialarbeit wahrscheinlich, da Konzepte zu entwickeln, dass das systematisch einbezogen wird, gerade bei Gesamtschulen oder auch in der Hortbetreuung. Das wären ja so Felder, wo genau da eingegriffen werden kann oder wo gut gearbeitet werden kann. Ja, ich sehe jetzt im Moment keine weiteren, doch Birol. Harry wollte noch. Und Harry hat sich noch gemeldet und Birol Mertol. Da der Harry schon öfter war, ich meine, Harry, darf ich Birol Mertol vorziehen? Mhm. Oder was? Du bist jetzt eingefroren. Dann nehmen wir jetzt erst Birol Mertol dran. Hi, ich bin der Birol von der Fachstelle Gender und Diversität aus Essen. Ich finde es total spannend, gerade die Präventionsperspektive in den Blick zu nehmen, auch so früh wie möglich und ganzheitlich anzufangen in dem Kontext. Und ich bin auch aus dem Bereich der jungen Arbeit verknüpft mit rassismuskritischen Perspektiven, auch die Empowerment-Perspektive mit Betroffenen in dem Kontext. Und was ich inzwischen immer mehr versuche, verschiedene Ansätze miteinander zu verknüpfen, also zum Beispiel geschlechterreflektierende Ansätze mit dem Anti-Bias-Ansatz, mit dem ich jetzt sehr, sehr lange arbeite. Und kurz vielleicht einen Ansatz aus den USA damals über Südafrika nach Deutschland, Ende der 90er Jahre gekommen. Und spannend finde ich immer genau an dieser Verknüpfungsebene, weil man da auch geschlechterreflektierend im Querschnitt arbeiten kann. Da gibt es eben die vier Ziele. Ich-Identitätsstärkung ist so Ziel 1, also Ich-Identitätsstärkung von jungen Stern in dem Kontext. Was braucht es eigentlich dazu, um Jungen in ihrem So-Sein mit ihren verschiedenen Zugehörigkeiten, auch intersektional gedacht, zu stärken und da dann eben in Prozessen, gerade auch, weil ich im Kontext von Schule immer mehr auch irgendwie reinkomme, also mit Lehrkräften in Kontakt bin und aber auch im OGS-Bereich oder Jugendarbeit in dem Bereich, das quasi in einem Prozess
mit den Fachkräften zu überlegen und etwas zu entwickeln, sich auf die Perspektive von Jungen einzulassen und aus der eigenen privilegierten Position, und hier kommen auch noch adultistische Perspektiven mit hinein. Also wenn wir noch gucken, Erwachsene versus junge Kinder oder Jungen in dem Kontext, was natürlich auch eine Diskriminierungsform ist, die Macht ausübt in dem Sinne, was ja auch sehr andocken kann an Männlichkeitspositionen sozusagen. Dominanz auszuüben ist ja auch eine Form von Dominanz, Erwachsenenmacht quasi auszuleben. Und in dem Kontext eben auch mit verschiedenen anderen Zielperspektiven, also was ist Vielfalt, wie kann ich Geschlechtervielfalt auch wahrnehmbar in den Gruppen, mit denen ich arbeite, sichtbar machen? Und wie kann ich sie eben auch hervorheben, ohne bestimmte, wir beziehen uns ja meistens dann immer oder zumindest immer diese dominant perspektivischen Männlichkeiten, die in den Fokus geraten und die eher ruhigen Jungen, sage ich mal, mit anderen Merkmalen sozusagen untergehen. Und gerade da dann so eine Balance da zu finden und auch anzupushen sozusagen und das eben deutlich auch innerhalb der Grundschule zu machen. Das Thema kritisches Denken fördern, denke ich, zählt sehr, sehr stark dazu. Also gerade was passiert mit einseitig dominant orientierten Männlichkeiten in dem Kontext und das kritisch zu betrachten, wie tut es mir eigentlich gut und einerseits, was tut mir dabei gut, wenn ich dominant bin und was ist gleichzeitig die Gefahr einer Dominanz in dem Kontext, und als letzte Perspektive mit der Zielperspektive in den Blick zu gucken, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich, also solidarisches Erleben mit Jungen sozusagen zu fördern. Genau das, was du, Fabian, auch vorhin gesagt hattest, in Richtung diese Balance zu halten, also einerseits aufgedreht, lustvoll, beweglich zu sein und gleichzeitig aber auch solidarisch in dem Zusammenhalt gemeinsam zu sein. Also da vielleicht mehr Verknüpfungsperspektiven in den einzelnen Ansätzen. Ein bisschen das Plädoyer. Danke. Ja, vielen Dank für das Teilen auch deiner Erfahrungen und deiner Ansätze. Da ist ganz viel drin und da habt ihr und hast du ja auch schon langjährige Erfahrungen. Das ist klasse. Eventuell, wenn es da auch vertiefende Fragen gibt, kann man sich ja sicherlich auch direkt an dich wenden, ne? Birol. Okay. So. Jetzt schaue ich nochmal. Genau. Harry Friebel hatte noch sich gemeldet. Genau. Sorry. Also ich schließe da direkt an Birol. Merthol, ne? Biron Merthol, an. Es ist ja faktisch so, dass wir eine Gleichzeitigkeit und Widersprüchlichkeit von Kulturen haben in unserem Lande. Einerseits Dominanz, Durchsetzungsvermögen, Durchsetzung, wie Fabian Lamp schon bedeutet hat. Und andererseits sind wir ja auf dem Wege, was ich immer nenne, in diese postheroische Männlichkeit. Nur, wenn wir uns nur auf pädagogische Konzepte einlassen würden, dann wären wir schlecht bedient, weil wir sind nicht auch in der pädagogischen Arbeit, nicht auf einer Insel, sondern wir sind dauernd konfrontiert mit diesen klassischen, traditionellen Männlichkeiten. Und da wir ja Stefan auch in der Beteiligungsrunde hier haben, der ja den dritten Gleichstellungsbericht mitgeschrieben hat, wäre es ja sicherlich mal ganz sinnvoll, die politische Dimension, wenn man die ersten beiden Gleichstellungsberichte liest, ich habe den dritten noch nicht gelesen, dann merkt man ja, dass dieses Mann und Frau auf Augenhöhe sowohl in Caring als auch in Arbeit im Mittelpunkt der Diskussion steht. Und das sind Botschaften. Das sind Botschaften, die politischer Art sind, wo dann Jugendliche, Jungs, überhaupt etwas an Vorbildcharakter sehen können in der Gesellschaft, nicht nur in der pädagogischen Arbeit, sondern in der Gesellschaft. Deshalb muss man diese pädagogische Arbeit immer im Zusammenhang mit den politischen Dimensionen sehen. Also ich finde zum Beispiel die Gleichstellungsberichte sind sehr lesenswert, um zu zeigen, dass dieses klassische Dominanz- und Durchsetzungsverhalten perdu ist. Aber alle wissen es leider noch nicht,
Deshalb müssen Sie auch mal die Gleichstellungsberichte lesen. Und Politik und pädagogische Arbeit hängen ganz eng miteinander zusammen. Insofern ist so ein isoliertes Diskussion, diskutierte Diskussion, inselhafte Diskussion über pädagogische Arbeit, ohne die politischen Dimensionen zu berücksichtigen, etwas unzuverlässig. Ja, Harry, vielen Dank. Da hast du sicherlich auch recht. Ich möchte nochmal, auch weil du auch an Birol Mertol angeknüpft hast, auf den Chat gehen. Es gab von Foucault da auch noch die weiterführende Frage. Es wäre ja auch nochmal die Frage, ob unsere Methoden, die wir für Männer und männliche Jugendliche entwickelt haben, ausreichen. Wir unterstellen in diesen Methoden ja gern die Lust an der Infragestellung von Privilegien und deren Preis. Und vielleicht braucht es da in den nächsten 20 Jahren noch mehr. Vielleicht braucht es noch mehr Neugierde auf die jungen Männer, zum Beispiel aus der Klimakritikbewegung und so weiter. Bei allem Respekt zu dem Kollegen Lothar Bönisch und so weiter. Also das als Kommentar und weiterführende Gedanken nochmal, was fehlt uns da in der Arbeit mit jungen und oder als jungen gelesenen Menschen und wie können wir da in der Prävention und in der Jugendarbeit uns auch noch anders aufstellen. Ich habe das so verstanden, auch der Anti-Bias-Ansatz ist ja nicht ursprünglich drin gewesen und das ist ja schon ein neuer Weg mit anderen Methoden, die eigene Arbeit da auch zu verbessern und zu erweitern. So, Berthold Schütz hat sich gemeldet. Bitteschön. Wir hören im Moment nichts, auch wenn das Mikrofon aus ist. Da scheint jetzt vielleicht das falsche Mikrofon. Jetzt müsste man mich eigentlich hören. Ja. Ja, jetzt geht's. Danke. Die Mechanik war noch abgeschaltet, aber die Software hat es erlaubt. Ja, danke. Mein Name ist Berthold Schütz. Ich bin Professor an der FHM in Bielefeld, habe über Jungenarbeit promoviert, über Männlichkeit, Professionalität. Einige Gesichter kenne ich noch. Freut mich, dass ich euch mal wieder begegnen kann nach all den Jahren. Ich möchte nur noch mal eine andere Perspektive reinbringen. Und zwar nicht gegen etwas sprechen, sondern einfach nur ergänzend. Und zwar zur Haltung. Es ist hier schon mal durchgeklungen. Die Frage, inwieweit wir Methoden ändern oder Theorien mit auffassen, ist auf der einen Seite. Die andere Frage ist, wozu dienen die uns? Aus meiner Sicht alles nur Wegweiser. Der Weg selbst lässt sich dann eben nur ohne diese gehen, ist in der Unmittelbarkeit zu finden. Ich habe hier parallel auch was von Janusz Korczak gelesen, der den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hat und da auch betont, dass es eben nicht darum geht, einen neuen Menschen zu entwickeln oder auf einen neuen Menschen hinzuarbeiten, sondern dem, der weder gut noch böse ist, zu seinem Recht auf sich selbst zu verhelfen. Interessanterweise, und da möchte ich Harry Frebel gar nicht widersprechen, hat er auch betont, wer Politik betreibt, wird keine Zeit haben, sich um Kleines zu kümmern, nicht auf Unterschiede achten. Nichts gegen Politiker und auch nichts gegen Revolutionäre, aber wehe, wenn sie die Aufgabe mit Pädagogik verwechseln. Ich glaube nicht, ich will auch gar nicht dagegen sprechen, dass wir uns politisch hier überlegen müssen, was muss getan werden. Aber die letzten Endes, die Begegnung, um die es geht und die uns auch Jungenarbeit, Arbeit mit Männern überhaupt erst ermöglicht, dass es darum geht, Männern, Jungen zu begegnen, nicht nur als Jungen oder als Männer eben, sondern mehr. Wir haben ja auch von dieser Modulhaftigkeit dessen gesprochen. Also am Ende ist doch auch relevant, wie gehe ich damit um als Pädagoge, als Mensch, als Bewusstsein, was habe ich dann auch mit meiner Begrenztheit, die ich da erlebe? Also wo sind meine Grenzen? Wo ist beispielsweise jetzt mit dieser akzeptierenden Art und Weise, auch die hat ihre Grenzen. Irgendwann kann ich mich nicht mehr mit ihrem unterhalten. Also am Ende geht es auch um mich. Diese Perspektive wollte ich nochmal mit reinbringen. Dass es nicht nur darum geht, draußen die Welt zu verändern, sondern mich mit reinzudenken, auch meine Grenzen mit zu beachten. Meine Beteiligung, natürlich auch in Form des Geschlechts, mit dem ich mich identifiziere und so weiter. Aber nur das Stichwort Dimension, Haltung wollte ich hier noch reingeben. Nur als Ergänzung, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ganz wichtige Perspektive. Und wir haben ja sicherlich auch noch eine ganze Reihe von Perspektiven
nicht hier vertreten und begreifen ja auch hier unser Miteinander als eine Suchbewegung und Zusammentragen von verschiedenen Perspektiven, um die Frage noch für uns greifbarer zu machen. Fabian. Ja, ich sehe gerade noch im Chat, dass Tina geschrieben hat, warum lautet die Frage eigentlich, wie junge Männer sich definieren sollen? Produzieren wir damit nicht von vornherein ein Männerbild, das sich per se von nicht-männlichen Personen abgrenzen muss? Wäre ein geschlechtsloses Menschenbild nicht zielführender? Ich finde das auch wirklich total spannend und mir fällt immer eins auf, wenn ich an der Fachhochschule mit den Studierenden ins Gespräch komme, dann gibt es da ganz viel queer-feministische Perspektiven, die eigentlich ja eher dafür sprechen würden, nicht in zwei Stunden hier 125 Mal den Begriff Mann, Männlichkeit und sonst was in den Mund zu nehmen, sondern Diskurse auch woanders hinzuleiten. Und das ist tatsächlich auch eine Perspektive, die ich da wichtig finde, die Foucault auch aufgemacht hat, nämlich, dass man vielleicht nochmal andere Männer, junge Männer befragt. Na, das stimmt schon, ich tüdel hier immer noch mit Revan Connell und mit Lothar Böhnisch herum, weil ich aber auch glaube, dass weil die ganz gut passen zu den Menschen, die sich als Männer bezeichnen und eine traditionelle, klassische Cis-Männlichkeit leben. Aber ich glaube auch, dass wir uns unbedingt öffnen müssen und dann wirklich weitergucken müssen. Und das ist sowohl eine theoretische Frage, es ist aber auch eine praktische Frage, weil die Kollegen aus der Jungenarbeit, die berichten mir dann schon immer, dass die Jungs, mit denen sie da zu tun haben, erstmal tatsächlich wissen wollen, wie eine gute Männlichkeit wohl lebbar ist für die. Und da sind wir eben noch nicht so weit, ein geschlechtsloses Menschenbild haben zu können, sondern das ist nicht interessant für die. Die wollen in ihrer Jugendlichkeit, in ihrer jugendlichen Männlichkeit, wollen die erstmal wissen, wie sie Männer sein können. Aber ich glaube, wir müssen das eine nicht lassen und trotzdem das andere tun. Also finde ich auch nochmal wirklich interessant. Das ist ja überhaupt noch nicht zu Ende gedacht, das Ganze. Also es ist wirklich total spannend. Ja, danke Fabian. Das Spannungsfeld hatten wir an vielen Stellen schon, sozusagen Gendering, Degendering, auch sozusagen diese Auflösung von Geschlechtskategorien. Der Vorschlag wäre mit Blick auf die Zeit, dass wir nochmal eine letzte Runde von Fragen und Beiträgen einleiten. Ich würde nochmal einladen, besonders gibt es noch sozusagen Fragen, die offen geblieben sind. Das war jetzt so eine, ne? Dieses Spannungsfeld dieser Haltungen auch dazu. Gibt es sonst noch offene Fragen, zukünftige vielleicht Forschungsfragen, die sich nicht nur unserem Veranstaltergruppe Forum Männer GWI stellen, die also vielleicht auch für dich, Fabian, spannend sind. Das wäre die Einladung, dann nochmal solche offenen Fragen zu sammeln, weil wir nach Antworten zusammen gesucht haben und es wäre für uns auch spannend, fürs weitere Denken solche offenen Fragen noch zu sammeln. Dazu lade ich nochmal ein, bitte. Ja, das sieht im Moment nicht so aus, als wenn es dazu Beiträge gibt. Könntest du spontan noch mal was sagen, Fabian, zu der Frage von offenen Forschungsfragen, weil du ja, glaube ich, aus deinem Hintergrund da was vielleicht noch hättest? Habe ich nicht schon genug gesagt heute? Nein, ich will mir eigentlich noch mehr Zeit nehmen, weil ich ja so viel, ich hatte so viel Redezeit. Aber für mich ist tatsächlich die Frage von diesem Aufmachen von Differenz, also Männlichkeit, Weiblichkeit und dann aber tatsächlich die queere Perspektive, nämlich die Auflösung von den Kategorien. Das ist tatsächlich, finde ich, total spannend, was das auch für die Praxis bedeutet. Also sowohl schon auch für die Theorie, aber auch für die Praxis. Also, aber ich habe jetzt keine zum Schluss noch irgendwelche wohlgesalbten Worte, die ich mir da zurechtgelegt habe. Also. Ja, muss ja auch nicht. Vielen Dank. Gut, ich denke, dann kommen wir auch ans Ende. Ich glaube, also zwei Stunden ist auch ziemlich lange Zeit. Das auch ohne Pause ist bei Zoom eigentlich gar nicht gut. Aber vielen Dank, dass ihr alle so lange dabei wart, also auch sind immer noch sehr viele. Es haben nicht ganz so viele mit den Füßen abgestimmt. Das zeigt ja, dass es hier auch doch ganz interessante Impulse und Beiträge gab. Vielen Dank. Ich möchte darauf hinweisen, wir werden das nächste Fachgespräch in dieser Reihe am 27. Januar haben. Da werden wir uns mehr aus so einer sozialpsychologischen Perspektive mit dem Thema
die Wiederkehr des autoritären Charakters auseinandersetzen. Da wird Sebastian Winter von der Uni Hannover dabei sein. Und was dann danach kommt, teilen wir dann noch mit, das steht noch nicht ganz fest, aber wir versuchen tatsächlich ganz unterschiedliche fachliche und auch Praxisperspektiven da zusammenzubekommen auf dieses Thema. Ja, vielen Dank an alle, vielen Dank nochmal insbesondere an Fabian Lamp für den Vortrag und auch die engagierte Diskussion hier. Ich möchte mich bedanken nochmal bei der Vorbereitungsgruppe, die dabei war, bei allen auch hier im Hintergrund, die ermöglicht haben, dass wir hier heute zusammen sein konnten. Ja, und wir werden, wie gesagt, in relativ zeitnah, denke ich, die Aufzeichnung hier dieser Veranstaltung online stellen und auch die Folien zur Verfügung stellen, sodass da auch nochmal das ein oder andere nachgelesen werden kann, inklusive Literaturliste. Und ansonsten wünsche ich dann noch einen schönen Abend und eine hoffentlich ja, gesunde Zeit. Das gehört ja auch immer noch dazu in diesen Corona-Zeiten. Vielen Dank und tschüss.